Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und mit diesen Worten würde ich einmal auf die Präsentation springen. So machst du als Selbstständiger deine Buchhaltung. Die häufigsten Fehlerquellen und wie du, ja, siehst du einmal mein Chaos Google Drive. Die häufigsten Fehlerquellen und wie du sie vermeidest. Es geht mir natürlich nicht nur darum, euch zu erzählen, was man alles falsch machen kann, sondern auch, wie man es richtig macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Erstmal möchte ich auf ein paar Grundlagen eingehen. Ich glaube, das ist wichtig. Also nicht zu viel Theorievortrag, aber einfach mal den Rahmen zu setzen, was gibt's eigentlich. Weil so ein paar Sachen, wenn man die mal gehört hat, dann fällt es einem so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen und weiß man, was man da eigentlich die ganze Zeit gemacht haben. Das heißt, Grundlagen Buchhaltung, worauf du achten solltest, wenn du deine Buchhaltung machst. Dann möchte ich auf das ganze Thema eingehen, welche Ausgaben du eigentlich absetzen darfst. Das ist, glaube ich, so die häufigste Frage, die wir bekommen und die häufigsten Gespräche, die wir rund darum haben, ist, was kann ich dann eigentlich absetzen? Und dann habe ich euch erzählt, ich habe mit unserem Buchhaltungsteam gesprochen, was sind die häufigsten Themen. Und was sind die häufigsten Fehler? Und deswegen habe ich einen Blog gemacht mit die häufigsten Fehler in der laufenden Buchhaltung und wie du sie vermeidest. Dann quasi selber machen oder outsourcen. Das ist natürlich die Frage, wenn du jetzt weißt, du willst es machen, ist die große Frage, selber machen oder outsourcen. Und im nächsten Schritt, wie mache ich das am besten? Darum geht's. Wichtig, Buchhaltung. Was ist eigentlich erstmal Buchhaltung? Buchhaltung ist im Wesentlichen die Erfassung und Auswertung der ganzen Geschäftsvorfälle, sagt man quasi. Das heißt, ihr sammelt alles geschäftlich Relevante zusammen. Das heißt, eure ganzen Einnahmen, eure Umsätze, das heißt, die ganzen Rechnungen, die ihr schreibt und alles, was ihr im Rahmen eurer Selbstständigkeit irgendwie an Geld reinkommt. Das sammelt ihr zusammen, müsst ihr einbuchen. Dann haben wir die ganzen Ausgaben, die ihr halt habt, alle, die irgendwie in Bezug sind zu euren Einnahmen, die müsst ihr eintragen, dann müsst ihr Abschreibungen einmal im Jahr machen, das heißt, wenn ihr eine größere Anschaffung habt, müsst ihr die abschreiben, habt vielleicht betriebliche Kredite, habt Mietausgaben, Aufwendungen, Material, Löhne und Gehälter, das sind so die Dinge und das tragt ihr zusammen und entweder ihr selbst packt das in ein Buchhaltungsprogramm irgendwie oder der Steuerberater. Das ist so, das weiß fast jeder, aber dass es da mehrere Arten gibt, es gibt zwei unterschiedliche Arten der Buchhaltung und da gibt es tatsächlich so den einen oder anderen Verwirrung schon, beziehungsweise das hilft einem schon, wenn man die Unterschiede kennt. Und zwar gibt es zwei auch komplett unterschiedliche Methodiken, Buchhaltung zu machen. Und das eine ist die Einnahmenüberschussrechnung und das andere ist die doppelte Buchhaltung. Vielleicht schreibt ihr mal kurz in den Chat rein, was ihr machen müsst. Wisst ihr, ob ihr eine EÜR oder Einnahmenüberschussrechnung macht oder quasi eine doppelte Buchhaltung mit Bilanz? Oder wisst ihr gar, kennt ihr den Unterschied gar nicht? Wenn ihr das einfach mal ganz kurz reinschreibt, dann kann ich so ein bisschen mehr darauf eingehen, was ihr denn macht. Grundsätzlich ist nämlich immer einfacher und für euch günstiger, wenn ihr quasi eine Einnahmenüberschussrechnung macht. Ich sehe auch EÜR. Ich sehe schon, die EÜR-Mandate sind, EÜR-Leute sind deutlich im... Ich sehe noch gar keinen Bilanzierer. Perfekt! Steige von doppelter Buchung auf EÜR um. Oliver, du bist ein perfektes Beispiel. Es gibt nämlich viele Gründe, warum EÜR einfacher ist. Ich sehe auch, ich bin nur Freiberufler, also EÜR. Da sehe ich jetzt zwei erste doppelte Buchhaltung und GmbH. Das ist aber sehr schön. Es ist, freut mich vor allen Dingen, dass die meisten wissen, was sie machen. Auch wenn da so ein, zwei, drei vielleicht dabei sind, die es nicht genau wissen. Aber der Aufbau der Buchhaltung ist tatsächlich ganz anders. Oliver, du bist ein perfektes Beispiel. Ich nehme dich einfach mal als Beispiel. Wir kennen uns nicht. Urs fragt auch, was ist der Unterschied? Eine EÜR ist eine deutlich einfache Art der Buchhaltung. Und theoretisch ist es auch die günstigere. Es gibt aber ein paar, gerade größere Unternehmen, die müssen halt eine doppelte Buchhaltung machen. Das ist einfach mehr Arbeit, auch Bewertung. Und doppelte Buchhaltung müssen die machen, die Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften haben. Also KG, OHG, AG, GmbH, GmbH und CoKG. Hier stehen also ein paar drin, auch die GmbHs sind. Und das, die müssen dann leider eine doppelte Buchführung machen. Die haben auch gar nicht die Möglichkeit, quasi eine Einnahmenüberschussrechnung zu machen. Das heißt, wenn ihr eine Gesellschaft habt, dann müsst ihr eine doppelte Buchhaltung machen, habt ihr leider den Mehraufwand. Wenn ihr Freiberufler seid, Solo-Selbstständig seid, Einzelunternehmer seid, dann habt ihr als Freiberufler, könnt ihr immer eine EÜR machen. Als wenn ihr gewerblich tätig seid, könnt ihr das auch machen, wenn ihr unter bestimmten Umsatzgrenzen seid. Manuel fragt, warum würde man eine doppelte Buchführung machen, wenn man keine Firma ist? Man kann es freiwillig machen. Man hat zum Teil mehr Gestaltungsspielraum, aber es ist halt mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Das heißt, du musst dich auch aktiv damit beschäftigen. Und wenn du Gewerbetreibender bist, dann musst du es machen, komme ich gleich dazu, beziehungsweise steht hier unten drunter, wenn du Gewerbetreibender bist und über 60.000 Jahresgewinn bist oder 600.000 Euro Umsatz, musst du es machen. Das heißt, auch wenn du, also wer hat zum Beispiel einen Gewerbeschein? Sind zum Beispiel Versicherungsvertreter, also einfach Versicherungsberater, Vertreter oder sowas, die brauchen immer einen Gewerbeschein und 60.000 Euro Jahresgewinn,
da gibt es viele, wenn du Vollzeit berufstätig bist, dann gibt es viele Selbstständige, die halt über 60.000 Jahresgewinn sind und die müssen es dann halt einfach machen. Genau, Stefan schreibt auch zu viel Umsatz. Und zu viel Umsatz wäre dann 600.000. Das ist ehrlicherweise sehr sportlich als Einzelunternehmen, 600.000 Umsatz zu machen, aber 60.000 Jahresgewinn kriegen denn doch auch einige hin. Und der wichtige Unterschied, bei einer Einnahmenüberschussrechnung müssen halt alle Belege gesammelt werden, die mit der Buchhaltung zu tun haben. Es sind immer die Einnahmen und Ausgaben. Und wichtig bei einer EÜR ist, dass man in Anführungszeichen eigentlich nur den Kontoauszug bucht. Das heißt, man guckt einfach nur das, was auf dem Bankkonto passiert. Das heißt, ihr bucht eine Einnahme erst dann, wenn sie bezahlt worden ist und wenn du auf dem Bankkonto was siehst. Das heißt, wenn du jetzt heute eine Rechnung schreibst, die wird erst im Januar nächstes Jahr bezahlt, dann musst du sie auch erst im Januar nächsten Jahres tatsächlich als Einnahme buchen. Das ist sehr, sehr schön, weil du die Steuern für dieses Jahr gar nicht mehr zahlen musst, weil die Einnahme hast du dann erst, wenn das Geld kommt. Genauso ist es bei Ausgaben. Du hast die Ausgaben erst dann, wenn du sie bezahlst. Wenn dir jemand unberechtigt eine Rechnung schreibst und du bezahlst die einfach nicht, dann musst du diese Kosten auch nie berücksichtigen. Da gibt es durchaus einige Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, wie ihr steuerlich gestalten könnt. Weil ihr könnt gerade jetzt Jahresende, wir haben jetzt noch 1,5 Monate bis Jahresende, könnt ihr anhand des Zahlungszeitpunktes, wann ihr eure Rechnungen schreibt und wann ihr eventuell Ausgaben auch vorzieht und so, könnt ihr echt noch als EÜR-Selbstständiger quasi auch noch echt Steuern sparen. Und genau, sind in erster Linie Freiberufler, alle Freiberufler und Gewerbetreibender bis halt zu diesen Grenzen. Man erkennt eine Buchhaltung daran eigentlich nur, dass ist halt immer der Kontoauszug. Am Ende bucht man eigentlich nur den Kontoauszug. Und für mich als Steuerfachangestellter in der Kanzlei war es immer relativ einfach. Da ist auch die Sortierung, wenn ihr einen Steuerberater habt beispielsweise und eine EÜR macht, sortiert ihr die Unterlagen am besten so, dass ihr immer die Kontoauszüge habt und dahinter die Rechnungen, die mit diesem Kontoauszug bezahlt wurden. Das klingt jetzt sehr physisch, ihr könnt es natürlich auch digital machen, aber da ist quasi der rote Faden durch die Buchhaltung, ist immer der Kontoauszug. Das ist bei Bilanzierern anders. Das heißt, ein paar von euch sind ja auch Bilanzierer. Ach, hier eine Frage. Thomas fragt, gilt die Umsatzgrenze nicht auch bei Freiberuflern? Thomas, nein. Freiberufler können tatsächlich Millionen Umsätze und Gewinne machen und müssen trotzdem nur eine EÜR machen. Die sind nie buchführungspflichtig. Das ist der große Vorteil bei Freiberuflern. Das heißt, bei denen ist es auch egal. Den größten Freiberufler, also umsatzmäßig, den ich gebucht habe, war mal ein Architekt. Der hat 2,5 Millionen Umsatz ungefähr gemacht im Jahr und 1 Million Gewinn. Und bei dem hat eine einfache Einnahmenüberschussrechnung gereicht. Das wäre bei keinem anderen möglich, aber bei Freiberuflern geht es. Doppelte Buchführung ist aufwendiger. Bei doppelter Buchführung muss quasi doppelte Buchführung, Bilanzierung, Doppik und das sind alles die gleichen Begriffe, muss jeder Geschäftsvorfall einzeln erfasst werden. Das heißt, ihr bucht eine Rechnung dann ein, wenn ihr sie gestellt habt. Ihr bucht dann einen Rechnungseingang ein, wenn ihr die Rechnung bekommen habt. Und dadurch habt ihr quasi eine Position Forderungen. Das sind halt die Rechnungen, die ihr gestellt habt, die noch nicht bezahlt worden sind. Und Verbindlichkeiten sind dann die Rechnungen, die ihr bekommen habt, die ihr noch nicht bezahlt habt. Das heißt, ihr bucht das quasi ein. Ihr bucht einmal eure Umsätze ein und dann einmal die Ausgaben ein. Plus dann im zweiten Schritt immer nochmal die Bezahlung. Das heißt, ihr bucht quasi eigentlich jede Ausgabe und Einnahme doppelt. Einmal die Rechnung und einmal die Zahlung und gleicht dann diese Forderungen und Verbindlichkeitenpositionen immer aus. Und dadurch auch doppelte Buchführung, weil man quasi jeden Geschäftsvorfall einmal doppelt anfassen muss. Also ihr habt immer auch Konten und so weiter und ihr stellt am Ende eine Bilanz und keine Einnahmeüberschussrechnung. Ist aufwendiger, gibt ehrlicherweise, natürlich gibt es steuerlichen Gestaltungsspielraum und so weiter bei GmbHs und Bilanzierung und so weiter, auch mit Rückstellung. Es gibt viele Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Ehrlicherweise ist das aber immer mit mehr Arbeit verbunden. Das heißt, wenn ihr einfach eine einfache Buchhaltung haben wollt, dann solltet ihr immer zusehen, dass ihr eher Einnahmenüberschussrechnung macht. Und das Ergebnis, ja, habe ich gesagt, ist eine Bilanz und GmbV, wenn ihr Bilanzierer seid und in erster Linie Gesellschaft. Thomas fragt, darf man bei einer EÜR die Mehrwertsteuer separat ausweisen? Ja, muss man sogar. Also da gibt es Positionen. Wenn du mal, könnt ihr auch machen, wenn ihr einfach mal Anlage EÜR googelt, das ist quasi das offizielle Formular vom Finanzamt, da gibt es tatsächlich die vereinnahmte Umsatzsteuer und die gezahlte Umsatzsteuer, gibt es Positionen und müsst die sogar einzeln müsst ihr einzeln ausweisen. Ich weiß, da sind jetzt alles immer ein paar mehr Fragen drin. Es geht keine Frage unter. Marie guckt im Hintergrund quasi nach und ich gehe nachher durch alle Fragen nochmal durch. Eine wichtige Frage, jetzt gerade von Anja reingekommen, würde ich dringend beantworten. Ist ein separates Geschäftskonto zwingende Voraussetzung für eine Einnahmenüberschussrechnung? Nein. Ist es nicht, also es gibt keine gesetzliche Vorschrift, dass ihr ein separates Geschäftskonto habt. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann es euch dringendst empfehlen. Und zwar entweder, also sowohl wenn ihr es selber macht irgendwie, als auch wenn ihr einen Steuerberater habt. Aus dem einfachen Grund, weil halt die Basis für eine Einnahmenüberschussrechnung nur das Konto ist. Und ihr spart euch so viel Arbeit, Sortierarbeit, wenn ihr ganz klar ein separates Geschäftskonto habt, wo alles, was darauf passiert, geschäftlich ist.
Gut, ihr könnt natürlich privat Geld einlegen und entnehmen und so, also Gehaltszahlung und so weiter. Das hat übrigens überhaupt keine steuerlichen Auswirkungen. Das könnt ihr ohne Probleme, ohne Limit machen. Aber wenn ihr ein klares, sauberes Konto habt, wo alle geschäftlichen Rein- und Rausbewegungen da sind, dann ist ehrlicherweise schon 50-60% von eurer EUR eigentlich schon gemacht. Und dann müsst ihr nur noch gucken, okay, welche Ausgaben und Einnahmen waren das. Das ist wirklich, die saubere Kontentrennung ist mehr als die Hälfte der Arbeit. Und deswegen kann ich es dringend empfehlen. Und es gibt halt Angebote, gerade so Online-Angebote, wo so ein Geschäftskonto kostenlos ist. Contest hat auch ein Contest-Bankkonto, gibt eine kostenlose Version. Deswegen würde ich dringend empfehlen. Und wenn es nichts kostet und man quasi mit der Kontoführung quasi schon die Hälfte seiner Buchhaltung machen kann, dann kann ich es nur dringend empfehlen. Niklas fragt, das heißt auch zum Beispiel jedes Essen, Porto, Briefe, was geschäftlich ist, sollte dann per Geschäftskonto gezahlt werden? Ja, wäre meine Empfehlung, alles, was steuerlich relevant ist, übers Geschäftskonto und alles Private übers Privatkonto. Weil wenn ihr da wirklich das Saubere habt, ich persönlich mache das auch so. Ich bin jetzt auch noch nebenberuflich selbstständig, mache so Beratungsgeschichten, habe ein Konto, passiert jetzt nicht so super viel. Ich achte aber akribisch darauf, dass alles über dieses Konto läuft. Und das Einzige, was ich mir mache, ist, dass ich mir diesen Kontoauszug vornehme und weiß schon, okay, das ist alles, was ich brauche. Und das ist quasi meine To-Do-Liste an Belegen, die ich nochmal zusammensuchen muss und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter, wenn man das über zwei Konten vermischt und teilweise mit privaten Dingern vermischt und so weiter, weil da muss ich auch überlegen, ah, war die Fahrt jetzt geschäftlich oder nicht und so weiter. Und wenn du das in der Kontoführung quasi schon sauber getrennt hast, ist das quasi deine To-Do-Liste oder Checkliste für deine Buchhaltung. Muss ich als Freiberufler auch eine Bilanz ab 60.000 Euro erstellen? Nein, musst du nicht, Steller. Dann bist du 100% immer, also Freiberufler, immer kannst du eine EUR machen. Petra fragt, wie läuft es mit Rechnungen, die man mit PayPal bezahlt? Kannst du natürlich machen, also PayPal ist ja wie so ein zweites Geschäftskonto. Natürlich kannst du PayPal geschäftlich nutzen. Ich persönlich mache das so, ich zahle mit PayPal und der zieht halt immer den Betrag genau vom Konto ab. Hab dann noch meine Gebühren, aber ich weiß dann bei der Abbuchung, okay, das war jetzt die Rechnung und lass das mir immer vom Geschäftskonto abbuchen. Und ich habe zwei PayPal-Konten, einen halt für die geschäftlichen Sachen und einen für die privaten Sachen. Das habe ich immer sauber getrennt. Spart am Jahresende mit der Steuererklärung und der Buchhaltung viel, viel Zeit. Das ist entweder gut für euch, wenn ihr selber macht, weil ihr die Zeit spart, oder auch wenn ihr einen Steuerberater habt, der braucht halt weniger Zeit für die Bearbeitung und wird halt einen niedrigeren Satz ansetzen. Oder ihr habt mehr Verhandlungsspielraum, den Preis zu drücken. Da komme ich nachher noch dazu. Aber ihr macht euch damit auch einen Gefallen, wenn der Steuerberater weniger zu tun hat. Kommen wir zu dem Punkt, was ihr steuerlich absetzen könnt. Das ist tatsächlich so die häufigste Frage. Was kann ich eigentlich steuerlich absetzen? Ihr könnt als Geschäftsausgabe, das heißt als in eurer Buchhaltung, alles als Kosten absetzen. Alle Ausgaben, die irgendwie im Zusammenhang mit euren Einnahmen stehen. Das heißt, alles, was euch potenziell irgendwie Einnahmen bringt, und zwar Einnahmen irgendwann mal in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ihr früher mal Einnahmen hattet und da im Zusammenhang heute noch Kosten habt, könnt ihr die hundertprozentig ausgeben. Wenn ihr jetzt aktuell diesen Monat, diesem Jahr Einnahmen habt, könnt ihr natürlich Kosten, die in diesem Zusammenhang stehen, auch als Geschäftskurse absetzen. Aber auch wenn ihr potenziell in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren mal Einnahmen habt und heute dafür schon Kosten habt, könnt ihr die auch absetzen. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Fortbildung machen wollt und ihr wisst, dass wenn ihr diese Fortbildung habt, wenn ihr ein Zertifikat habt, werdet ihr in 3 Jahren mehr Geld verdienen. Dann könnt ihr heute die Fortbildungskosten selbstverständlich 100% in der Buchhaltung absetzen. Wenn ihr jetzt gerade gründet und anfangt und noch gar keine Einnahmen habt, aber trotzdem schon Ausgaben habt, könnt ihr trotzdem jetzt schon eine Buchhaltung anfangen und die Kosten absetzen. Ihr macht dann halt einen Verlust, aber diesen Verlust könnt ihr zum Beispiel mit anderen Einnahmensarten verrechnen und dadurch weniger Steuern bezahlen. Und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Da haben viele Leute Angst, alles abzusetzen. Hier ganz wichtig, das Finanzamt ist keine Polizei wie die Unternehmerpolizei, die euch bewerten darf, ob eure Ausgaben legitimiert sind oder nicht. Das unternehmerische Risiko und die unternehmerische Freiheit liegt immer bei euch. Das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei, die euch vorschreiben kann, welche Kosten ihr braucht oder nicht. Das müsst ihr nie rechtfertigen. Das Einzige, was immer sein kann, ist, dass ihr nachweisen müsst, dass das tatsächlich irgendwie zumindest beabsichtigt war, dass es mit Einnahmen zusammensteht. Und dann könnt ihr diese Kosten absetzen. Das Finanzamt darf euch nicht sagen, oh, das könnt ihr nicht machen, das brauchst du betrieblich nicht. Gilt so nicht. Um euch da mal ein paar Beispiele zu geben. Es gibt auch manchmal Ausgaben, die ihr halt aufteilt, die ihr sowohl privat als auch geschäftlich habt. Zum Beispiel, liebe Grüße an meine Mama an dieser Stelle. Meine Mama ist selbstständige Hebamme, die hat eine Hebammenpraxis in Lübeck übrigens, falls jemand aus Norddeutschland da ist. Liebe Grüße in die Heimat. Und
die macht halt so schwangeren Yoga, Rückbildung, Vorbereitung und so Zeug, alles, was man so halt Hebamme macht. Und die benutzt dabei Entspannungsmusik. Also die hat einen Spotify-Account und macht so manche so Yoga-Sessions und so, nimmt sie halt, benutzt sie ihr Spotify-Account. Das heißt, sie benutzt ihren Spotify-Account für ihre Arbeit. Und sie braucht das, um diese Kurseinnahmen zu erzielen. Und dann kann sie selbstverständlich diesen Spotify-Account in der Buchhaltung als Kosten absetzen. Überhaupt kein Problem. Das Einzige, was Finanzamt in solchen Fällen machen darf, ist, dass sie halt hingehen und sagen, wir glauben dir nicht, dass du das ausschließlich nutzt für dein Unternehmen. Und dann muss meine Mama halt hingehen und sagen, sie schätzt das und sagt so, oh, 50% benutze ich ungefähr für meine Arbeit, 50% allein, dann setzt sie halt 50% der Kosten an. Das geht. Das könnt ihr bei allen Dingen machen. Wenn ihr sie zum Teil geschäftlich nutzt, dürft ihr sie auch anteilig als Buchhaltung einbuchen. Das ist ganz häufig so bei zum Beispiel Handyverträgen, bei irgendwelchen Online-Accounts, wie zum Beispiel Spotify, aber auch wie Audible, wenn ihr da Bücher hört, um euch fortzubilden und damit hofft, mit dem Wissen später mehr Geld zu verdienen, dann liegt das im Zusammenhang mit euren Einnahmen und dann könnt ihr das machen. Fahrtkosten, Seminare, Kongresse, Geschäftsessen, das alles, wenn das im Zusammenhang irgendwie mit Einnahmen stehen, dann könnt ihr das absetzen. Wenn das halt nicht ausschließlich betrieblich ist, dann müsst ihr es aufteilen. Aufteilen ist zum Beispiel auch, ihr geht auf ein Seminar auf, keine Ahnung, Mallorca. Und weil Mallorca halt ganz nett ist und war 3 Tage auf dem Seminar, bleibt ihr noch 3 Tage länger und macht halt Urlaub. Könnt ihr machen. Aber dann habt ihr halt 3 Tage Seminar und 3 Tage Urlaub. Und dann ist natürlich die Hotelübernachtungen und auch die Reisekosten nur 50% betrieblich. Aber dann könnt ihr in diesem Fall 50% der Kosten auch als Geschäftsausgabe absetzen. Und es ist relativ logisch, warum Ausgaben wichtig sind, nur an dieser Stelle zur Vollständigkeit genannt. Je mehr Ausgaben ihr quasi in die Buchhaltung einbringen könnt, desto weniger Gewinn macht ihr und desto weniger Steuern zahlt ihr, weil ihr eure Steuern ja basierend auf dem Gewinn zahlt. Also sowohl die Gewerbesteuer als auch die Einkommensteuer basieren auf dem Gewinn und je mehr Kosten ihr halt in die Buchhaltung einbringen könnt, desto weniger Gewinn macht ihr und desto weniger Steuern zahlt ihr. Für viele, die es kennen, oder auch mal, weil man das hört, man ist immer Werbungskosten. Das ist quasi die Ausgaben, die ein Angestellter hat. Aber ein Angestellter ist sehr limitiert in dem, was man quasi absetzen kann. Als Selbstständiger könnt ihr theoretisch alles absetzen, wenn das im Zusammenhang mit euren Einnahmen steht. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Beispiele, was kann man so absetzen. Das sind so die typischsten Sachen. Bürobedarf, Telefonkosten, Internetkosten. Auch zu Hause übrigens die Internetkosten. Wenn ihr zu Hause arbeitet, gerade letztes Jahr und dieses Jahr Corona, wirft die Welt durcheinander. Ihr könnt das natürlich anteilig machen. Wenn ihr zu Hause die Hälfte eures Internetvertrags quasi für die Arbeit nutzt, weil ihr zu Hause arbeitet, ja, dann setzt halt die Hälfte der Kosten von eurem Internet von zu Hause ab. Oder auch Festnetztelefon oder sowas. Ausgaben fürs Geschäftskonto, Berufsverbände, Seminare, Fachliteratur, geschäftliche Fahrtkosten, Kfz-Kosten. Zum Thema Kfz gibt es noch, ich würde mal sagen, deutlich mehr. Und Werbekosten, Versicherungen, die betrieblich sind, all diese Dinge könnt ihr absetzen. Ihr könnt aber auch größere Anschaffungen natürlich als Geschäftsausgabe absetzen. Zum Beispiel, wenn ihr Büromöbel habt, so einen Schreibtisch oder so, kostet manchmal so ein bisschen, die Anschaffungskosten müsst ihr über einen längeren Zeitraum quasi verteilen. Arbeitsgeräte, Bürobedarf, Arbeitskleidung, all diese Dinge, die könnt ihr absetzen. Ganz, 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 ganz häufige Frage sind Firmenwagen. Das heißt, was ist mit eurem Auto? Dazu gibt es tatsächlich, haben wir eine ganze Videoreihe aufgenommen. Ich möchte hier an dieser Stelle wirklich nur ganz grob euch einmal erzählen, wie das Ganze funktioniert. Marie, da könntest du die Playlist auf jeden Fall mal reinposten. Da gibt es auch Berechnungssheets, die haben wir unten verlinkt in der Beschreibung und sowas, wo ihr auch guckt, vielleicht habt ihr es gehört, so 1%-Methode, Fahrtenbuch und wem gehört das Auto, wie viel muss ich privat versteuern, wie muss ich es benutzen, 1000 Sachen oder was ist, wenn es ein Privatauto ist, ich es aber trotzdem geschäftlich nutze. Viele, 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 da kann ich allein darüber eine Stunde reden. Deswegen vielleicht an dieser Stelle einfach nur einmal den Link in die zu dieser Playlist. Speichert euch das ab, guckt euch das mal an, was euch jeweils interessiert, sind glaube ich 4-5 Videos. Wichtig hier an dieser Stelle ist, wenn ihr euer Auto weniger als 10% nutzt, dann müsst ihr es privat kaufen. Dann muss es privat euer sein, dann könnt ihr aber trotzdem die geschäftlichen Fahrten absetzen. Entweder macht ihr das anhand so einer Kilometerpauschale, 30 Cent pro Kilometer, ab dem 21. Kilometer sind es ein bisschen mehr, oder die tatsächlichen Kosten. Das könnt ihr dann berechnen, aber ihr müsst quasi euer Auto privat kaufen, wenn es weniger als 10% nutzt. Wenn ihr es mehr als 50% geschäftlich nutzt, dann muss es quasi Geschäftsbetriebsvermögen sein. Das heißt, dann müsst ihr euer Auto auch geschäftlich kaufen und dann ist es eher andersrum, dass ihr die privaten Nutzungs- und die privaten Fahrten quasi dem Unternehmen entnehmt oder eurem Unternehmen entnehmt und dafür dann Steuern zahlen müsst.
wenn ihr so zwischen 10% und 50% geschäftlicher Nutzung liegt, dann könnt ihr euch das am Ende aussuchen. Und was da jeweils günstiger ist und so weiter, dazu gibt es diesen vertiefenden Link. Aber ihr könnt selbstverständlich die betrieblichen Fahrten selbstverständlich von der Steuer absetzen als Auto. Bahntickets, Flüge, Taxifahrten, Busfahrten, all sowas könnt ihr natürlich auch. Das ist noch ein bisschen einfacher zu machen, weil da ist eine Fahrt dann halt entweder betrieblich oder nicht. Manchmal ist sie gemischt und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann müsst ihr die Kosten aufteilen. Aber meistens ist es bei Bahntickets einfacher, weil, keine Ahnung, wenn ich von Berlin nach Frankfurt fahre, dann mache ich das entweder beruflich oder halt privat. Und dann bezahle ich halt die berufliche Fahrt mit meinem Geschäftskonto und meine private Fahrt mit meinem Privatkonto. Das ist relativ, ich würde mal sagen, relativ easy. Beim Auto ist halt schwierig, weil Auto habe ich halt eine ganze Menge Kosten, die einfach so laufend sind. Und ich tanke ja nicht nur für eine betriebliche Fahrt und danach leere ich den Tank wieder und benutze es dann weiter privat. Dann vermischt sich das deutlich mehr, deswegen gibt es dazu eine ganze Menge extra Regelungen. Auf eine Frage muss ich, weil ich sie gerade sehe. Anja fragt, was ist mit einem Wohnmobil? Das ist quasi ein Firmenwagen mit Hotel inklusive. Wie gesagt, das Finanzamt darf euch nicht vorschreiben, welche betrieblichen Ausgaben ihr tatsächlich für eure Einnahmen braucht. Das heißt, was ist für euer Geschäftsmodell notwendige Ausgaben? Das Finanzamt wird euch das nicht vorschreiben. Die Nachweispflicht, das heißt, wie ihr das dokumentiert und tatsächlich nachweist, dass ihr das geschäftlich genutzt habt, das liegt denn bei euch. Und da ist dann häufig der Knackpunkt, wie könnt ihr das eigentlich nachweisen und glaubhaft vermitteln. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Termin von Berlin nach Frankfurt, weil ich gerade mein Beispiel war, fahrt ihr nach Frankfurt und du kannst es nachweisen, dass das eine geschäftliche Fahrt war und du hast deswegen das an eingespart und sowas, dann wirst du da auch Kosten definitiv als Geschäftsausgabe absetzen können. Hundertprozentig, gar kein Problem. Problematisch bei Wohnmobilen ist häufig, dass die geschäftliche Nutzung doch zumindest meistens weniger als 10% ist. Das heißt, du musst es zumindest privat kaufen, kannst dann aber natürlich die Nutzung, also die Kosten, die bei der betrieblichen Nutzung entstehen, kannst du dann absetzen. Da ist ein Wohnmobil nicht anders zu behandeln als andere Autos. Aber die Nachweispflicht liegt nach bei dir und die ist gerade bei so einem Wohnmobil halt ein bisschen schwieriger als bei einem normalen Auto. Ich möchte aber gerne im nächsten Schritt einmal so auf die häufigsten Fehler eingehen. Die gehe ich auch relativ straight durch. Das sind so wirklich das, wo ich... Ja, das sind so ist die Top-10-List. Ich glaube, nee, das sind nur 7 Punkte. Das sind so die häufigsten verwirrenden Aussagen oder die Punkte, wo dann Verwirrung und entsteht bei unseren Kunden, wo Dinge falsch verstanden werden und so weiter. Erster Punkt, das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn ihr ein separates Geschäftskonto seid und ganz wichtig, wenn ihr Einzelunternehmer seid. Das heißt, bei Gesellschaften ist das immer ein bisschen anders, aber wenn ihr Einzelunternehmer seid, Freiberufler oder gewerbetreibender Einzelunternehmen, Transaktionen zwischen eurem Privatkonto und eurem Geschäftskonto sind steuerlich vollkommen neutral. Ihr könnt euch so häufig Geld hin und her überweisen, wie ihr nur irgendwie wollt. Das hat steuerlich überhaupt keine Auswirkung. Das heißt eigentlich eine Einnahmeüberschussrechnung, auch Bilanz ist übrigens auch, das ist vollkommen neutral. Und ihr könnt auch, weil das höre ich immer mal wieder, wenn ich sage, nutzt ein Geschäftskonto, sagen sie, aber manchmal reicht das Geld nicht für die Rechnung und das ist dringend und so weiter. Überweist euch kurz vom Privatkonto aufs Geschäftskonto was und überweist es dann von da. Einfach nur, um die saubere Trennung zu haben. Ihr könnt euch von mir aus 100 Mal im Monat hin und her Geld überweisen zwischen Privat- und Geschäftskonto. Entsteht kein Cent Steuer mehr. Ein anderer Punkt, über den wir ganz viel Diskussionen immer wieder haben, ist das Thema Krankenkasse. Krankenkassenbeiträge sind keine Betriebsausgaben. Das heißt, die haben nichts in eurer Buchhaltung zu suchen. Natürlich könnt ihr Krankenkassenbeiträge steuerlich geltend machen, aber nicht als Betriebsausgaben. Das heißt, das sind keine geschäftlichen Ausgaben, sondern das sind private Versicherungskosten. Die könnt ihr als Sonderausgaben in eurer Einkommensteuererklärung geltend machen, aber nicht in der Buchhaltung und haben deswegen auch nichts in der Buchhaltung zu suchen und dürft ihr auch nicht als Geschäftsausgaben buchen. Anders ist es die Gehaltskosten von euren Angestellten. Das heißt, wenn ihr Angestellte habt und für die Angestellten natürlich die Krankenversicherungsbeiträge abführt, dann sind das Geschäftsausgaben, weil ihr das ja Kosten habt, um quasi, es sind Lohnnebenkosten, sind Teile des Gehalts, was ihr an eure Mitarbeiter zahlt. Eure eigenen Beiträge sind private Ausgaben. Würde ich deswegen auch von eurem privaten Konto bezahlen. Anderer Punkt, Gewerbesteuerzahlung. Das heißt, für die gewerbesteuerpflichtig sind, so ein paar Leute sind das ja von euch, ist auch keine Betriebsausgabe. Also ist eine Betriebsausgabe, ja, das schon, ist aber keine Betriebsausgabe, die ihr auch gewinnmindernd geltend machen kann. Das heißt, Gewerbesteuerzahlungen mindern euren Gewinn nicht. Das heißt, wenn ihr da Gewerbesteuer zahlt, ist das auch keine Betriebsausgabe. Das müsstet ihr dann, je nachdem, ob ihr selber macht oder sowas, müsstet ihr das quasi auch wie eine Privatentnahme quasi buchen. Das Gleiche gilt übrigens für auch Einkommensteuerzahlungen.
Aber auch gerade bei Gewerbesteuerzahlungen gibt es viel Verwirrung, weil auch Gewerbesteuerzahlungen könnt ihr steuerlich geltend machen. Aber auch das erst im Rahmen der Einkommensteuererklärung und noch nicht im Rahmen der Buchhaltung. Das heißt, erstmal die Buchhaltung ohne Gewerbesteuerzahlung machen und die Gewerbesteuer bringt ihr dann in der Einkommensteuererklärung erst ein und da mindert es dann tatsächlich eure Steuerlast. Ein anderer Punkt ist falsche Rechnung bei Reverse Charge. Das ist relativ wichtig und zwar, wenn ihr geschäftlich Tools benutzt. Ich habe vorhin einmal gesehen, gehe ich nachher auch nochmal ein, sind zum Beispiel ein App Store oder wenn ihr Zoom als Videoplattform nutzt oder als Taskmanagement-Tool Asana benutzt, Trello benutzt, wenn ihr Time-Tracking nutzt, Toggle und so weiter. Oder wenn ihr auch werbt auf Facebook oder Google und so weiter und ihr habt Kosten. Und zwar Kosten an ein Unternehmen aus dem EU-Ausland. Auch Google und Facebook, ich bleibe mal bei Facebook, ich mache Instagram-Werbung für mein Unternehmen. Das heißt, ich zahle jeden Monat einen Betrag an Instagram, an Facebook-Konzern, der hat seinen Europa sitzt in Irland, in Dublin, und da kriege ich Rechnungen. Diese Rechnungen müssen ohne Umsatzsteuer sein. Ganz, 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 ganz wichtig. Auch App Store, Play Store, Trello, Asana, all diese Dinge. Das heißt, wenn ihr Rechnungen von einem EU-Unternehmen bekommt, muss die ohne Umsatzsteuer sein. Damit die ohne Umsatzsteuer ist, müsst ihr in den Einstellungen eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Und dann kriegt ihr eine Nettorechnung. Und dann zahlt ihr diese Umsatzsteuer nicht. Das ist wichtig, weil die weisen zwar Umsatzsteuer aus, ihr dürft diese Umsatzsteuer aber nicht geltend machen. Also das heißt, ihr dürft die nicht in eure Umsatzsteuervoranmeldung quasi berücksichtigen. Warum? Weil es, also es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein B2B-Umsatz. Und ein B2B-Umsatz, das heißt vom Unternehmen zum Unternehmen, zwischen Facebook und dir als Selbstständiger, besteht eine geschäftliche Beziehung. Und da müssen Nettorechnungen gestellt werden. Und Facebook muss dir eine Nettorechnung stellen und du musst quasi das als Reverse Charge buchen. Also Reverse Charge bedeutet, dass du quasi die Umsatzsteuer in Deutschland abführt und dir die auch wiederholen kannst. Wenn Facebook dir jetzt einfach eine Rechnung schreibt, wo Umsatzsteuer schon drin ist, darfst du diese Umsatzsteuer nicht geltend machen, weil sie falsch ausgewiesen ist, weil die Rechnung faktisch falsch ist. Facebook darf da keine Umsatzsteuer ausweisen und deswegen darfst du sie nicht geltend machen. Warum macht Facebook das? Weil sie glauben, dass du es privat nutzt, weil bei Privat, also B2C-Geschäften, muss die Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Ist leider nicht so super easy, aber ihr müsst bei all diesen Online-Tools bitte in den Einstellungen erstmal ein separates geschäftliches Konto aufmachen und müsst bitte in den Einstellungen immer eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Und dann kriegt ihr eine Nettorechnung und dann könnt ihr das berücksichtigen. Das sind teilweise viele Kosten. Wir lassen das regelmäßig durchlaufen und wirklich, das sind 60-70% der Mandate, die zu uns kommen, die machen das leider falsch. Und das sind auch nicht viele Kosten. Das sind aber auf all diese Kosten für Online-Tools und Online-Werbung und so, sind es halt immer 19% obendrauf. An Kosten, alles, was ihr da bucht, ist 19% teurer. Das ist vielleicht nicht viel. Ich hatte, als ich allein selbstständig war, habe ich so Kosten gehabt für Software-Tools von 500 Euro. Aber das sind halt nochmal Hunderter im Monat mehr. Das sind 1.200 Euro an Umsatzsteuer, die ich nicht geltend machen kann. Und das weiß ich, dass das 60-70% der Leute leider nicht machen. Deswegen beantragt euch unbedingt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn ihr keine habt. Wie das geht, dazu gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Macht das unbedingt und tragt das ein in diese Dinger. Das ist ein bisschen Fleißarbeit. Setzt euch da mal ein, zwei Stunden am Freitagnachmittag hin, wo gedanklich schon so halbe Wochenende ist. Tragt das da überall ein und freut euch, dass ihr da ein paar hundert Euro pro Jahr weniger an Steuern zahlt. Das ist wirklich wichtig. Das machen wirklich 60-70% meiner Erfahrung nach der Selbstständigen, wissen das nicht und machen das falsch. Anderer Punkt, auch wichtiger Punkt, sind Ausgaben, Apothekenausgaben, Gesundheitskosten, Arztrechnungen, Spenden und so weiter. Da hört man auch ganz häufig, das kann ich ja irgendwie auch von der Steuer absetzen und deswegen wird es auch in der Buchhaltung berücksichtigt. Auch falsch, ähnlich wie Krankenversicherung und so weiter. Könnt ihr steuerlich Geld machen in der Einkommensteuererklärung. Deswegen haben diese Ausgaben, auch Apotheken, auch Spenden und so weiter, nichts auf dem Geschäftskonto und auch nichts als Geschäftsausgabe zu suchen. Könnt ihr dann, während ihr die Einkommensteuererklärung macht oder während jemand für euch die Einkommensteuererklärung macht, sammelt diese Unterlagen unbedingt, bringt die dann aber in der Einkommensteuererklärung ein. Die haben auch in der Buchhaltung nichts zu suchen. Anderer witziger Punkt, witziger tatsächlich, Versicherungen. Das ist so ein bisschen doof. Es gibt ja private und geschäftliche Versicherungen. Wie gesagt, die Krankenversicherung dürft ihr gar nicht als Geschäftsausgabe absetzen. Wenn ihr beispielsweise aber eine Vermögenshaftpflichtversicherung habt oder eine Betriebshaftpflicht oder eine Kfz-Versicherung für euer Firmenwagen und so weiter, zahlt ihr Versicherungsbeiträge. Und da steht häufig auf den Versicherungsbeiträgen, steht ganz unten 19% VST drauf. Ist gut. Viele, viele Leute denken, VST, das ist Vorsteuer.
okay, ich kann 19% Vorsteuergeld machen. Das ist leider ein bisschen verwirrend, weil VST, 19% VST klingt wie 19% Vorsteuer. Nein, es sind in diesem Fall immer 19% Versicherungssteuer. Und die Versicherungssteuer dürft ihr nicht in euren Umsatzsteuervoranmeldungen auch nicht geltend machen. Das heißt, Versicherungen sind alle immer ohne Umsatzsteuer. Und die 19%, die da draufstehen, dürft ihr leider nicht geltend machen. Ist ein bisschen witzig, wenn man es weiß. Aber ganz ehrlich, woher soll man es wissen? Also das lernt man ja nirgendwo. Ist leider auch super irreführend und blöd gekennzeichnet von vielen Versicherungen. Aber diese 19% VST dürft ihr nicht geltend machen. Ihr dürft natürlich die Versicherung geltend machen, aber müsst es immer mit 0% Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer machen. Und auch ganz wichtig, gibt es auch viel Verwirrung, ihr dürft Bewirtungskosten, das heißt, wenn ihr Leute, potenzielle Kunden, Geschäftspartner, eure Dienstleister, die dürft ihr bewirten. Ihr dürft gemeinsam essen gehen. Viele Leute machen es gar nicht, weil sie Angst haben, da irgendwas falsch zu machen. Das dürft ihr machen, ohne Probleme. Ihr müsst diesen Bewirtungsbeleg nur ausfüllen. Das wird jeder von euch kennen. Das ist bei wenn ihr im Restaurant nach einem Bewirtungsbeleg fragt, füllt die Dinge aus, sind entweder auf Rückseite oder unten drunter, gibt es ein paar Felder. Die müsst ihr auch dringend ausfüllen. Wenn ihr die nicht ausfüllt, dann könnt ihr die Kosten nicht absetzen. Da muss man immer einen Anlass der Bewirtung, da müsst ihr auch relativ konkret sein. Ihr könnt nicht einfach Geschäftsessen auf jedes Ding schreiben, sondern ihr müsst auch schon sagen, worum es ging. Also zum Beispiel Besprechung Projekt XY oder Besprechung Neukundenakquise für Zielgruppe XY. Also ihr müsst ein bisschen konkreter werden, damit man weiß, okay, darüber haben sie jetzt gesprochen. Einfach nur Geschäftsessen reicht nicht. Ich möchte nämlich jetzt noch auf den Punkt eingehen. Sollte man das Ganze selber machen oder outsourcen? Als Privatperson. Das heißt, Privatperson klingt so. Das heißt, wenn ihr wirklich anfangt, ich glaube da Anja, du warst das, die das geschrieben hat, gerade wenn du anfängst, ja, selbstverständlich lohnt es sich, das auch erstmal selber zu machen. Und wichtig ist da natürlich, dass ihr Neuerungen und Änderungen, Buchhaltung, Steuersystem, das heißt alles, was es so gesetzliche Änderungen gibt und so weiter, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt. Kleine Werbung für diesen Kanal, da wir drei Videos pro Woche hochladen. Wir informieren selbstverständlich auch über all die Dinge, worauf man achten muss, was sich eventuell ändert jeden Monat und so weiter. Das heißt, wenn ihr selber macht, kann ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Weil es geht genau um die Themen, worauf man so achten kann und wie man es idealerweise bucht und solche Sachen. Meiner Erfahrung nach und auch Erfahrung als Teil der Steuerberatung ist, wenn das Unternehmen wächst und viele Dinge gemacht werden müssen, dann steigt ja die Komplexität an allen Bereichen. Die Buchhaltung und die Steuererklärung ist mit das Erste, was man gut abgeben kann. Allerdings, auch das ist wichtig, ein Steuerberater ist meistens nicht die Person, die euch jetzt tausende Euro Steuern spart. Das heißt, wenn ihr einen Steuerberater habt, könnt ihr nicht erwarten, dass ihr am Ende viel weniger Steuern zahlt. Ist zwar ein komplexes Thema, ist jetzt aber auch nicht so die Raketenwissenschaft, dass jetzt irgendein abgefreakter Steuerberater jetzt euch zehntausende Euro Steuern sparen kann. Das ist meistens zumindest nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr das outsourcen wollt, ist das eher eine Kombination daraus, dass ihr Geld spart, weil ihr weniger Steuern zahlt, aber dafür zahlt ihr halt die Rechnung an den Steuerberater oder Buchhalter, dass ihr Zeit spart, weil ihr euch einfach nicht mehr darum kümmern müsst und einfach Zeit produktiv nutzen könnt oder gar nicht nutzt für euer Unternehmen und privat irgendwas macht. Und es spart euch Stress. Also bei mir war es eher der Stress, dass ich wusste, oh, ich muss mich noch drum kümmern, oh, scheiße, schon wieder zwei Wochen nichts gemacht und keine Rechnung geschrieben und jetzt muss ich das noch sammeln und mit irgendeiner Voranmeldung stehe ich wieder schon zwei Monate zurück und so weiter. Es hat mich unter Druck gesetzt und ja, war kein schönes Gefühl. Und wo ich gesagt habe, okay, ich gebe jemanden ab, dann muss ich mich um die ganzen Neuerungen nicht kümmern, dann muss ich nicht Bescheid wissen. Ich zahle unter Umständen auch ein bisschen weniger, aber ich spare vor allen Dingen Zeit und Stress. Das ist der Grund, warum man tatsächlich Buchhalter oder einen Steuerberater beauftragen sollte. Ich kriege das ab und zu, gibt es mal immer die Diskussion so, warum soll ich zum Steuerberater gehen? Wegen dem Steuerberater zahle ich jetzt 1000 Euro weniger Steuern, aber muss halt an den Steuerberater 2000 Euro zahlen. Ja, stimmt, kann so passieren, wenn du nur die finanzielle Sache gehst, solange du das so siehst, mach's lieber selbst. Also ernsthaft, mach's lieber selbst. Ich gehe auch gleich nochmal auf die Kosten ein, was ihr so erwarten könnt mit einem guten Tool-Setup und einer guten Steuerberatung. Wichtig ist, dass ihr quasi, wenn ihr es abgeben wollt, dass ihr klare Absprachen trefft. Das heißt, bevor ihr Unterlagen an irgendjemanden gebt, fragt wirklich genau, wie der Steuerberater oder der Buchhalter das jeweils braucht. Findet einen gemeinsamen Workflow,
an dem ihr denn einfach immer abarbeiten könnt. Ich kann mich noch daran erinnern, gerade so in meiner Ausbildung, da gab es immer mal Mandanten, die einfach ein riesen Chaos, einen großen Karton, damals noch so physisch Belege reingepackt hat und ich saß erst mal 2 Tage und habe sortiert, wie muss das eigentlich, was ist eigentlich geschäftlich, was ist nicht geschäftlich, ist es eigentlich eine Einnahmeüberschussrechnung oder die Bilanzierung und so weiter. Das kostet natürlich Geld. Und selbst wenn ihr diese Sortierung und dieses Aufarbeiten oder Umsortieren von Unterlagen nicht extra ausgewiesen seht auf eurer Steuerberaterrechnung, es wird trotzdem drin sein. Weil so ein Steuerberater hat immer so eine Range, in der er abrechnen muss nach Gegenstandswerten und er wird, wenn es einfach viel Arbeit ist, halt eher die oberen Prozente der Abrechnungsmöglichkeit nehmen als die unteren. Deswegen trefft klare Absprachen, dass ihr genau gemeinsam euch festlegt und besprecht, wie die Abläufe am besten sind, wie es auch am Ende dann für den Dienstleister, Steuerberater, Buchhalter am günstigsten ist. Durch richtiges Vorher-Sortieren wird Zeit gespart und euch natürlich am Ende Geld gespart. Was super ärgerlich ist, kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, das ist, wenn die Hälfte der Unterlagen fehlt. Weil du fasst dann einen Mandant an, du fängst an mit der Arbeit, listest dann auf, was fehlt und dann muss das nochmal gemacht werden und so weiter. Deswegen versucht das möglichst vollständig zu machen und dann weiterzugeben. Wichtiger Punkt beim Outsourcing noch, ihr müsst das nicht an einen Dienstleister abgeben. Könnt ihr das auch an Dienstleister aufteilen? Ihr müsst nicht alles an einen Dienstleister abgeben. Ihr könnt zum Beispiel Buchhaltung selber machen und der Steuerberater macht einen Teil. Ihr könnt auch einen Buchhalter beauftragen mit der laufenden Buchhaltung und die Steuererklärung macht jemand anderes. Problematisch sind immer die Übergänge. Das heißt, von euch zum Buchhalter, vom Buchhalter zum Steuerberater und so weiter. Wie ist das mit der Beratung und so weiter? Teilweise, also wenn die Systeme und die, ich würde sagen, der eigene Buchhaltungsworkflow nicht aufeinander abgestimmt sind, dann entstehen so viele Kosten beim Daten hin und her transferieren, Übergänge geben und so weiter, dass das echt teurer ist. Deswegen, ja, ihr könnt das alles einzeln an unterschiedlich abgeben. Das ist aber ganz häufig, wenn das kein eingespieltes System ist und das nur für euch gemacht wird, ist es tatsächlich unterm Strich meistens teurer. Wenn ihr jetzt sagt, was muss quasi eure Software leisten können? Also wenn ihr jetzt selber machen wollt, dann guckt ihr euch noch um nach einer Software für Buchhaltung. Ich habe vorhin schon mal LexOffice gesehen und so weiter. Aber generell, wenn ihr selber machen wollt, gibt es ein paar Dinge, auf die ihr achten solltet, damit ihr euch nicht anschließend super ärgert. Ich persönlich kann euch sagen, wie nervig das ist, sich ein Software-Tool zu suchen, alles umzustellen und dann zu merken, oh Mist, da gehen ja ein paar Sachen gar nicht. Und dann hat man da irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Stunden mit dem ganzen Setup der Buchhaltung beschäftigt und hat anschließend das riesengroße Problem, dass man wieder wechseln muss. Deswegen, wenn ihr aussucht, guckt bitte, dass euer Buchhaltungsprogramm einfache und doppelte Buchhaltung machen kann. Das heißt, sowohl Bilanzierung als auch Einnahmeüberschussrechnung. Außer ihr seid Freiberufler, dann müsst ihr halt nur einfache Buchhaltung machen. Aber auch, wenn ihr gewerbetreibend seid, kann das ja sein, dass eure Umsätze steigen und ihr irgendwann wechseln müsst. Und doof ist, wenn man die Software wechseln muss. Das heißt, einfache und doppelte Buchhaltung muss möglich sein. Ihr solltet eine Umsatzsteuervoranmeldung erstellen können in der Software. Auch wenn ihr jetzt vielleicht noch Kleinunternehmer seid und das gar nicht machen müsst und so weiter, das muss möglich sein. Ihr braucht einen Jahresabschluss. Und bitte achtet darauf, dass auch wirklich Jahresabschluss steht. Manchmal steht da so Reports und so weiter. Ein Jahresabschluss oder eine Einnahmeüberschussrechnung haben ein bestimmtes vorgeschriebenes Format. Und wenn die Software das nicht so nennt, sondern nur Report nennt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das nicht richtig ist. Also, dass das keine richtige Struktur hat und ihr das am Ende im Zweifel so nicht verwenden könnt. Ganz wichtig, und das spart extrem Zeit, ist, dass ihr dass die Software die Bankkonto-Transaktionen automatisch abruft. Da das Geschäftskonto quasi der rote Faden ist und wenn ihr eine Einnahmeüberschussrechnung macht, wie die meisten von euch, ist das Bankkonto, das Geschäftskonto, der allerwichtigste Part in der Buchhaltung. Und wenn ihr das immer manuell abtippen müsst oder manuell downloaden und uploaden müsst mit irgendwelchen CSV-Dateien und so weiter, super ätzend, macht das nicht. Schaut darauf, dass es eine gute Integration gibt, dass die Software sich die Bankkontoumsätze holt. Und auch ganz wichtig, das ist nämlich das Problem, was ich in meiner eigenen Erfahrung hatte, ist, wenn es keine Elster-Schnittstelle gibt. Elster heißt elektronische Steuererklärung, das heißt die Verbindung zum Finanzamt. Und es ist super nervig, wenn du deine ganze Buchhaltung machen kannst und dann aber die Daten oder die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter exportieren musst und woanders wieder importieren. Und die meisten Tools haben eine direkte Integration, das heißt, dass du direkt in der Software auf den Knopf drücken kannst, willst, musst und das direkt ans Finanzamt abschickt. Das sind die 5 Dinge, die auf jeden Fall eine Software mitbringen sollte, wenn ihr sie nutzen wollt. Wenn ihr das jetzt abgeben wollt, worauf solltet ihr bei einem Dienstleister achten? Auch das ist natürlich eine entscheidende Frage. Eine Buchhaltung und Steuererklärung ist meist eine Dienstleistung, die ihr langfristig in Anspruch nehmt.
ihr wechselt nicht quartalsweise zwischen Buchhaltern hin und her. Das ist irgendwie nervig und auch nicht zwischen Steuerberatern. Meistens arbeitet ihr auch länger mit denen zusammen, auch weil eine richtig gute Beratung erst dann möglich ist, wenn man sich mal, ich würde mal sagen, gegenseitig kennengelernt hat. Wenn der Berater dein Geschäftsmodell kennt und so ein bisschen eine Historie hat, auch die Daten kennt, dann funktioniert das erst so richtig gut. In den ersten 3 Monaten ist wahrscheinlich meistens noch so ein bisschen so eine Einlaufphase. Er soll euch Arbeit sparen. Wenn der Buchhalter oder Steuerberater schon ankommt und sagt, ich brauche das und ihr denkt so, Gott, das ist ja mehr Arbeit, als ich habe, wenn ich es alleine mache, ganz blöd. Das heißt, euer Dienstleister soll bitte für euch Zeit sparen. Und wenn er das nicht tut, ihr lauft, sucht euch jemand anderen. Ganz wichtig für euch ist es, auch wenn ihr es abgeht, wer ist am Ende verantwortlich für das, was ihr da tut? Ihr. Das heißt, ihr solltet eine Möglichkeit haben, trotzdem einen Überblick über eure finanzielle Situation zu haben und eure steuerliche Situation. Einfach nur abgeben und sagen, ich muss mich darum nicht kümmern, der kümmert sich darum und der weist mich schon darauf hin, wenn irgendwas ist. Damit gebt ihr auch so ein bisschen leichtfertig die Verantwortung ab, weil bei wem wollt ihr euch beschweren, wenn es am Ende nicht funktioniert? Da ist keiner. Ihr seid am Ende diejenigen, die vor Gesetz dafür verantwortlich sind. Natürlich auch ein Steuerberater, der hat eine Haftung und ein Steuerberater muss das quasi machen, Buchhalter übrigens nicht. Beim Buchhalter seid ihr immer hundertprozentig selbst in der Haftung, wenn da was falsch ist. Beim Steuerberater ist das nicht so. Das heißt, ein Steuerberater übernimmt auch rechtlich die Haftung für das, was er da tut. Aber gerade so Optimierungsmöglichkeiten, Dinge, die man effizienter gestalten kann und so, das liegt schon an euch, dass ihr da einen Überblick habt. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Erreichbarkeit. Seht zu, dass euer Dienstleister erreichbar ist. Ich höre das immer wieder, gerade bei Steuerberatern. Ich habe dem jetzt eine E-Mail geschrieben, seit 2 Wochen kriege ich keine Antwort. Ganz schlechtes Zeichen, ganz, ganz schlechtes Zeichen. Sucht euch lieber jemand anderen. Deswegen achtet auch darauf, was so die Öffnungszeiten sind und Telefonzeiten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist super ätzend, das Finanzamt zu erreichen, wenn man mal was vom Finanzamt will. Noch ätzender ist das für den Selbstständigen, wenn der Steuerberater noch schlechter zu erreichen ist als das Finanzamt. Einmal noch ganz kurz 2 Punkte, die ich ansprechen möchte, bevor ich auf alle eure Fragen eingehe. Was soll, kann, darf der Spaß eigentlich kosten? Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht, könnt ihr euch einmal, wenn ihr eine Lösung habt, könnt ihr gucken, bin ich in der Range? Ist das angemessen? Ist das okay? Wenn ihr das outsourcen wollt, das heißt, wenn ihr einen Steuerberater und einen Buchhalter beauftragt. Es gibt immer so 3 Dinge. Also eine Buchhaltung, euer finanzielles Setup, Buchhaltung, sind 3 Bestandteile. Einmal das Bankkonto, wenn ihr outsourcen sollt. Ich bin immer dafür, separates, geschäftliches Bankkonto. Ist so ein Durchschnittswert, das seht ihr, es sind von bis Preise. 9 Euro, 10 Euro, ungefähr ein Bankkonto, das kostet das in der Regel. Ihr könnt, wenn ihr gerade startet, auch mit dem kostenlosen anfangen. Die haben meistens aber die ganzen Integrationssachen und so weiter noch nicht. Deswegen ungefähr 9 Euro. Für die monatliche Buchhaltung könnt ihr einplanen, wenn ihr es abgeben wollt und jemand bezahlen wollt, zwischen 30 und 100 Euro pro Monat. Und dann Steuererklärungen. Ihr müsst ja pro Jahr mindestens 2 Steuererklärungen machen, und zwar einmal die Umsatzsteuererklärung und einmal die Einkommensteuererklärung. Manchmal auch die Gewerbesteuererklärung. Wenn ihr jetzt eine GmbH habt, so 1, 2, 3 GmbHs waren ja dabei, macht ihr halt keine Einkommensteuer, sondern eine Körperschaftsteuererklärung. Es sind aber trotzdem 2 oder 3 Steuererklärungen, die ihr machen müsst. Da könnt ihr damit rechnen, dass ihr ungefähr 600 bis 2000 Euro pro Jahr noch einmal zahlt. Das heißt, insgesamt, ganz grob, könnt ihr damit rechnen, ungefähr 2000 Euro pro Jahr zu bezahlen für Bankkonto, Buchhaltung, Steuererklärung. Das ist so die laufenden Kosten, wenn ihr es abgeben wollt. Jetzt werden vielleicht ein paar sagen, ich zahle ja viel mehr oder ich zahle mal viel weniger. Ja, ich weiß. Das sind natürlich, seht ihr, grob gerundete Zahlen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die alles, weil sie jemanden kannten und ein Freund vom Freund ist ein Steuerberater und so weiter, dass sie dann halt vielleicht nur 1000er bezahlt haben. Auf der anderen Seite habe ich auch schon Selbstständige gesehen, die 5000 Euro an dem Steuerberater abdrücken, einmal im Jahr insgesamt. Ungefähr 2000 Euro plus minus 500 Euro, damit sind 60, 70, 80% der Selbstständigen ziemlich gut getroffen. Was ist, wenn ihr es selbst machen wollt? Wichtig, sowohl beim Outsourcing als auch beim selber machen, ist, dass die Systeme gut miteinander funktionieren. Das sind meine Empfehlungen. Bankkonto, immer noch solltet ihr separates haben, 9 Euro. Da empfehle ich, welche Überraschung, das Contest-Bankkonto, Contest-Geschäftskonto. Das ist ein Geschäftskonto speziell für Selbstständige. Und dieses Contest-Geschäftskonto zeigt dir immer dein Netto an. Du kennst das vielleicht, du hast 10.000 Euro auf dem Konto, weißt aber, dass du nur ungefähr 3.000, 4.000, 5.000 Euro davon ausgeben kannst, den Rest sind eigentlich Steuerrücklagen. Und Contest zeigt dir zu jeder Zeitpunkt quasi immer dein Netto an. Für die Buchhaltung, laufende Buchhaltung, ich habe dir vorhin erzählt, was alles gegeben sein muss quasi. Einfach doppelte Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Jahresabschluss, Electronic Banking, Elster-Schnittstelle und so weiter. Meine persönliche Empfehlung ist LexOffice. Ich sehe schon, da ist schon eine Empfehlung, Papierkram. Ja, kenne ich auch, gehört auch zu den besseren. LexOffice meiner Ansicht deutlich professioneller. Und gerade wenn dein Unternehmen mitwächst,
musst du nichts mehr wechseln, du kannst in LexOffice bleiben, hat ein Software-Zertifikat, mega gutes Tool. All diese Dinge, die ihr braucht, habt ihr im Paket für 18,90 €, das heißt pro Monat. Das heißt, dann habt ihr da LexOffice, da könnt ihr auch eure Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter machen. Und einmal im Jahr eure Steuererklärung, die müsst ihr auch da machen. Steuererklärung ist echt ein, muss ich ehrlicherweise sagen, als Selbstständiger so ein ekelhaftes Thema. Warum ekelhaft? Weil ganz, ganz viele Tools werben mit, oh, du kannst einfach deine Steuererklärung machen, so hier Taxfix und Wundertax und Steuerbot und Smartsteuer und keine Ahnung, Aldi, Lidl, Penny verkaufen ihre eigene Steuererklärungstool. Aber die allermeisten Tools können nur die Einkommensteuererklärung. Und ihr müsst als Selbstständiger auch noch eine Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls eine Gewerbesteuererklärung machen. Und das ist halt irgendwie blöd, dass ihr das nicht machen könnt mit diesen Tools. Das heißt, die fallen alle weg für euch. Die beste Erfahrung habe ich mit Smartsteuer, weil mit Smartsteuer könnt ihr auch eine Gewerbesteuer- und eine Umsatzsteuererklärung machen. Und Smartsteuer gehört zu Haufe Lexwerts, quasi zu der Haufe Lexwert-Familie. Und die stecken hinter einer ganzen Reihe an Softwareunternehmen. Und LexOffice und Smartsteuer gehören quasi zur gleichen Familie. Und deswegen kann man die Daten, Buchhaltungsdaten, mit einem Klick von LexOffice an Smartsteuer übergeben. Ich kriege keine Provision und so. Das ist tatsächlich, könnt ihr mit einem Klick quasi übergeben. Und jetzt kommt die schöne News, Haufe Lexware ist auch investiert in Contest. Das heißt, Contest, LexOffice, Smartsteuer bietet alles drei ab und gehört quasi zu einer Familie. Du hast bei allen Dingen quasi mit maximal einem Klick die Übertragung. Und damit könnt ihr quasi vom Bankkonto bis zur Steuererklärung alles mit minimalsten Klicks erledigen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe andere Tools. Also ja, es gibt viele. Das wäre aber tatsächlich meine Empfehlung, ist das, was ich selbst seit Jahren benutze, ist das, was ich meiner Mama empfohlen habe, meiner Frau empfohlen habe, was ich auch jedem von euch empfehlen würde. Natürlich gehen auch die ganzen anderen Dinge. Und da seid ihr dann pro Jahr bei Kosten von 370 €. Damit müsst ihr rechnen. Ich sehe gerade, dass LexOffice als Gründer für ein Jahr aktuell kostenlos zum Testen ist. Danke, Petra, für den Hinweis. Damit spart ihr euch so nochmal die 19 € im Monat. Ist die größte Position. Natürlich sehr, sehr gut. Ich würde euch natürlich ganz gerne trotzdem jetzt noch einmal vorstellen, was machen eigentlich wir? Und gerade fürs Outsourcing, ich habe gesagt, insgesamt 2.000 € pro Jahr, das machen wir in der Regel günstiger. Also wir, ist Kontist Steuerberatung. Ich will euch einmal nur ganz, ganz kurz einmal durchführen, wie das aussieht, wenn man das mit uns macht. Ich möchte euch nicht wahnsinnig lange langweilen. Ich habe mir aber aus dem internen quasi, wir machen halt einmal im Monat machen wir so eine Zufriedenheitsbefragung und jeder wird einmal im Monat gefragt, aber regelmäßig fragen wir doch immer mal wieder, was die Leute so zu uns sagen. Und das habe ich einfach mal gescreenshottet hier in der Vorbereitung. Dann seht ihr, was so unsere aktuellen Mandanten über uns schreiben. Das heißt, diejenigen, die wir steuerlich quasi vertreten. Hier, falls irgendein Kunde dabei ist, der eins von den Dingen geschrieben hat, vielen, vielen, vielen Dank für das liebe Feedback immer. Hier zum Beispiel, Contest ist jung und dynamisch. Ich habe das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Hoffentlich bleibt Contest auch in Zukunft dynamisch auf unserer Seite des Finanzwesens. Danke und liebe Grüße. Hier seht ihr auch, ich habe den Tippfehler auch einmal. Es sind wirklich Screenshots. Ich habe nicht mal abgetippt. Ja, wir bleiben definitiv auf der guten Seite. Gut ist. Als Freiberufler ist das beste Konto ever, also das Contest-Geschäftskonto. Alles aus einer Hand. Vorfallen, der Steuerservice ist für mich perfekt. Rechnung einscannen und fertig. Und genau das ist das, was ihr mit Contest machen müsst. Rechnung einscannen, Contest Geschäftskonto nutzen und fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Und so ein paar Kunden weiß ich, dass sie da sind. So ein paar haben sich ja geoutet. Vielleicht könnt ihr einfach mal reinschreiben, wie gerade die Zusammenarbeit mit der App und so weiter ist. Das ist, glaube ich, glaubwürdiger, als wenn ich jetzt lange so erzähle. Hier noch eine unten rechts vielleicht, weil sich individuell um jeden gekümmert wird. Mega gut. Genau, wir sind kein Massenabfall, wir sind wirklich eine Steuerberatung. Auch wenn wir eine App haben und alles möglichst digital machen, sind wir individuelle Leute. Mein absolutes Highlight möchte ich euch trotzdem noch einmal vorlesen, und zwar oben links. Weil ihr, also 10 Punkte, weil ihr einfach großartig seid, unkompliziertes Banking, super freundlicher und kompetenter Steuerservice und all das unterwegs und kompakt. Könnt ihr bitte auch Bundesregierung machen? Nein. An dieser Stelle kommt der Haken an der ganzen Sache. Das wird wahrscheinlich Olaf Scholz übernehmen. Wir werden zeitnah nicht Bundesregierung machen und auch nicht in ferner Zukunft. Aber ich finde schön, dass uns das zugetraut wird. Okay, und jetzt vielleicht noch ein Punkt. Ich habe hier und einfach darunter, ich fühle mich unterstützt und verstanden. Bei anderen fühle ich mich eher wie eine Melkuh. Und da kommen wir zum richtigen Punkt. Wir sind nicht dafür da, die Leute quasi bluten zu lassen. Wir haben nämlich ein Paket, ich nenne es mal so dein Sorglos-Selbstständig-Paket. Das heißt, alles einmal drin. Bankkonto, Buchhaltung und Steuererklärung, genau das, was ich euch alles erzählt habe. Hier nochmal so ein bisschen ausführlicher, was ist eigentlich alles drin.
monatliche Finanzbuchhaltung, alle Umsatzsteuervoranmeldungen, Anpassung von irgendwelchen Steuervorauszahlungen, alle privaten und geschäftlichen Steuererklärungen, die einer Überschussrechnung des Geschäftskonto von Kontist, wenn ihr gerade gründet, umwandelt und so weiter, Gründungsberatung mit so einer Hotline, die ihr anrufen könnt. Wichtig da, natürlich sitzt nicht immer sofort ein Steuerberater dran. Das ist in keiner Kanzlei dieser Welt so. Ihr ruft da halt an und dann wird ein Termin vereinbart und dann werdet ihr zurückgerufen oder kriegt ein, zwei Stunden später oder auch am nächsten Tag, habt ihr quasi den Call mit dem Steuerberater. Und das Ganze ab 79 Euro im Monat. 79 Euro, ganz wichtig, das ist der Preis quasi für Gründer, die gerade starten. Wir haben zwei Standardpreise, sind 99 Euro im Monat oder 149 Euro im Monat. Das heißt, wir sind, wenn man mal 12 rechnet, zahlt ihr 1200 Euro im Jahr oder 1800 Euro im Jahr. Das liegt so ein bisschen an dem Gegenstandswert, das heißt, wie viel Umsatz ihr macht. Wir müssen uns nämlich auch als Steuerberatungsgesellschaft an die Steuerberatervergütungsverordnung verhalten und versuchen, das so einfach wie möglich zu halten alles. Wir wollen aber auch einen festen Preis haben, weil wir haben mit ganz vielen Kunden gesprochen und alle haben gesagt, so Steuerberaterrechnung ist eigentlich so schlimm wie Steuerzahlungen. Ich weiß die ganze Zeit nicht, wie viel Geld ich dem Finanzamt zahlen muss und wenn ich das dann weiß, dann werde ich böse von der Rechnung vom Steuerberater überrascht. Das ist bei uns nicht der Fall, weil wir haben monatliche Pauschale, die zahlt ihr und da ist alles drin. Hier muss ich eine Einschränkung machen. Es ist nicht hundertprozentig alles drin, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz intensiven, separaten Einzelberatungsaufwand habt, weil ihr zum Beispiel eine Immobilie anschafft, weil ihr zum Beispiel eine Betriebsprüfung habt und so weiter. Wir unterstützen euch dabei gerne. Also wir haben da viele qualifizierte Mitarbeiter, Berufsträger, aber auch langjährige Steuerfachangestellte und Diplom-Finanzwirte und wir haben da eine ganze Reihe, 45 Leute aktuell sitzen, die da den ganzen Tag Buchhaltung und Steuererklärung machen und Beratung machen und so weiter. Aber dafür würden wir immer ein separates Angebot schreiben. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Betriebsprüfung habt, unterstützen wir euch selbstverständlich gerne. Es wäre aber ein wenig unfair, wenn wir die 1% unserer Kunden, die eine Betriebsprüfung haben, diese Kosten auf alle umlegen müssten. Deswegen ist der Preis so kalkuliert, dass der in 90-95% der Fall quasi alles inklusive ist für 100 bzw. 150 Euro im Monat. Und in diesen Sonderfällen, da müsste man dann immer noch mal schauen, wie viel Aufwand das ist und so weiter. Da kriegt ihr aber auch vorher immer eine Ansage, wie umfangreich das ist und wie viel ihr dafür zahlen müsst. Wenn ihr jetzt sagt, das Ganze klingt interessant und Melcher, hör auf zu reden, ich höre mir das schon an und lasst uns mal persönlich reden, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung quasi den ersten Link. Ach, ich sehe gerade. Danke, Marie, hat gerade einen Link gepostet. Da könnt ihr euch einfach mal anmelden, klickt da mal drauf, lest euch alle Infos durch. Lasst uns, also wirklich, lasst uns mal unverbindlich reden. Wenn das irgendwie interessant für euch sein könnte, lasst uns einfach mal quatschen. Finden wir raus, gemeinsam, was passt oder nicht. Wir sind nicht so verzweifelt, dass wir hier jeden nehmen. Das muss tatsächlich auch passen, auch von den Workflows und so weiter. Nicht nur auf eurer Seite, sondern auch von unserer Seite. Aber lasst uns einfach mal reden. Absolut quasi unverbindlich. Hier, Kleingedrucktes macht immer ein bisschen Unseriosität. Ich habe hier unten nur reingeschrieben, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft, wir machen die Steuerberatung. Das Geschäftskonto machen wir nicht. Wir, also auch die App, die wir entwickeln und wie sie aussieht, die machen wir nicht. Da gibt es die Kontist GmbH, die macht das Ding. Das steht da. Könnt ihr euch Screenshots durchlesen und so weiter. Das steht im Wesentlichen, das müsst als Steuerberaterkammer, lieben Grüß an dieser Stelle, möchte, dass wir ganz klar machen, dass wir eine Steuerberatungsgesellschaft sind und wir natürlich die Steuerberatung machen und keine App-Entwickler sind. So. Wir sind auch so auf ein paar Plattformen bewertet und so weiter, damit möchte ich euch gar nicht so sehr langweilen. Handelsblatt haben wir letztes Jahr gewonnen als bestes Geschäftskonto, also Kontist Geschäftskonto. Dieses Jahr haben wir übrigens Business Punk gewonnen. Bin ich fast noch ein bisschen stolzer als auf Handelsblatt. Und genau. Wenn das interessant ist, guckt euch das an. Jetzt höre ich auf, damit zu reden. Also so sieht quasi das Kontist Geschäftskonto aus. Ich muss mich jetzt hier einmal einloggen. Das heißt, ihr habt quasi das Geschäftskonto. Hier seht ihr oben Kontostand, unten alle Transaktionen. Ihr könntet jetzt beispielsweise, wenn ihr die Buchhaltung macht, sagt, könnt ihr draufgehen und sagen, filtern nach fehlende Belege und könnt dann hier quasi in den Transaktionen immer euch die Belege hochladen. Und wenn ihr sie in dem Bankkonto, ihr habt natürlich auch eine App, also auch eine Smartphone-App, oder könnt ihr einfach da die Kassenquittungen hochladen. Was ich noch sagen möchte, ihr könnt halt auch mit Kontist auch eure Rechnung schreiben. Das heißt, ihr seht jetzt ja auch hier die ganzen Rechnungen. Das Schöne ist, wenn ihr eine Rechnung schreibt, dadurch, dass es auch das Bankkonto ist, seht ihr dann auch gleichzeitig, wenn sie bezahlt worden ist. Und das switcht dann hier auf bezahlt oder halt, wenn es über der Deadline ist, das System weiß ja, bis wann das bezahlt werden muss, seht ihr quasi, ab wann es überfällig ist. Hier unten habt ihr dann quasi Buchhaltung und Steuerservice und so weiter. Hier könnt ihr uns alle steuerlichen Unterlagen schicken. Das heißt, ihr könntet ihr auch eure Krankenversicherungsverträge und Arztrechnungen und so weiter einfach hochschicken. Die sind beim Steuerberater. Hier könnt ihr über den Chat schreiben, E-Mail schreiben, anrufen und so weiter. Und hier seht ihr zum Beispiel eure Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einmal hingeht, kriegt ihr quasi Benachrichtigung. Natürlich
gibt es sie auf die mobile App. Hat Marie gerade reingepostet in den Chat. Seht ihr dann auch quasi alle Infos in der App angezeigt, wie viel Umsatzsteuer ihr noch zahlen müsst, wie viel Einkommensteuer und so weiter. Aber so sieht quasi die Browser-Version aus. Das heißt, ihr habt das Bankkonto, ihr kriegt auch eine Visa-Karte. Das heißt, ihr könnt damit einfach bezahlen, könnt hier Überweisungen machen und so weiter. Das heißt, eine ganz normale Überweisung, Dauerauftrag, Terminüberweisung, Sammelüberweisung und alles, was so ein Bankkonto kann, kriegt natürlich auch Kontoauszüge und so weiter. Könnt aber halt on top Rechnungen schreiben, seht hier eure ganze Umsatzsteuervoranmeldung, könnt eure ganzen steuerlichen Sachen da ablagern und so weiter. Das ist quasi das Interface zum Steuerberater. Mit Kontist habt ihr quasi so über die Browser, übers Online-Banking direkt Zugang zu eurem Steuerberater und natürlich auch über die App. Habt ihr dazu Fragen oder sonst Fragen? Das ist ein bisschen naive, fast doofe Frage, weil ich weiß, dass ihr viele Fragen habt, weil ihr sie die ganze Zeit auch schon geschrieben habt. Ich gehe einmal ganz unten durch die Fragen und ich beantworte jetzt einmal ganz kurz die Fragen zu Kontist, dann aber auch gleich gerne nochmal die ganzen inhaltlichen. Frage, lade Belege in Papierkram ab, wenn ich das direkt ins Bankkonto einlade, wird das übertragen? Zum Teil ja, zum Teil nein. Also wir haben mit einigen Buchhaltungsprogrammen eine Integration, da ist es genauso, zum Beispiel mit LexOffice, zum Beispiel mit Debitor und mit Fastbill. Mit Papierkram aktuell noch nicht, wäre durchaus interessant. Das Ding ist, Andreas, wenn du zu uns kommst, du lädst es halt da hoch, du musst gar nichts mehr selber machen. Wir machen das alles. Wir sind Steuerberater. Das heißt, wenn du es bei uns hochlädst, dann hast du halt deine monatliche Gebühr, 79 Euro, 99 Euro, 149 Euro. Und du lädst sie nur in der App hoch und du musst danach gar nichts mehr tun. Das ist wirklich so, du benutzt das Bankkonto, du lädst die Belege hoch einmal und wir machen den Rest für dich. Kannst du alles nachgucken und sowas. Du musst nichts selber machen, du musst nichts kategorisieren, du musst nichts übertragen und so weiter. Wir sind der Steuerberater, wir sind rechtlich dafür verantwortlich, was wir da tun. Wenn du eine Frage hast, rufst du uns einfach an oder guckst im Online-Banking nach oder in deiner App nach. Aber wir ersetzen quasi ein Buchhaltungsprogramm. Du musst es nicht machen. Natürlich kannst du es machen und auch gerade wenn du Kontist und das Bankkonto nutzt, natürlich kannst du es machen, aber du brauchst kein Buchhaltungsprogramm mehr daneben. Kai fragt, aber Bewirtungsbelege sollen doch mehrfach aufgesplittet werden. Wer macht das? Wir. Also du siehst das auch in der App. Also du kannst das theoretisch auch in Kontist selber machen. Du kannst es abfotografieren und sagen, 30% waren hier nicht abziehbare Betriebsausgabe und Dings schon und hier und da und so. Das, was man halt machen muss bei Betriebsausgaben, kannst du theoretisch auch machen in Kontist. Aber wenn wir dein Steuerberater ist, machen wir das. Das ist ja auch, wenn du zum Beispiel, wo ist das noch ganz häufig, ist das bei Hotelrechnungen. Dann hast du die Übernachtung, die haben 7%, dann hast du das Frühstück, das sind 19%, dann hast du teilweise Parkgebühren und so weiter. Dann musst du ja so eine Transaktion in 3, 4, 5 Teile aufteilen. Das machen wir für dich, natürlich. Also wir sind dein Steuerberater. Dieses Interface ist nur dafür da, uns quasi alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen und euch einen Überblick zu geben, ist aber kein... Ihr müsst dann quasi nichts machen, wir machen das für euch. Was ist mit Barquittungen? Die berücksichtigen wir auch in der Buchhaltung. Ich habe euch das gezeigt, wo ihr unter Steuerservice, ich gehe mal nochmal kurz rüber, quasi hier oben, seht ihr, sende uns alle, da wäre im Augenblick noch der Moment, wo ihr quasi auch die ganzen Barquittungen, die ihr habt, quasi hochladen müsst. Die berücksichtigen wir dann natürlich auch. Das heißt, die sind natürlich in der Buchhaltung, in der Steuererklärung berücksichtigt. Da könnt ihr uns quasi alles hinladen, was ihr sonst außerhalb von dem Kontist Bankkonto quasi habt. Also alle geschäftlichen, also alle privaten Ausgaben und alle Barausgaben und so weiter. Da könnt ihr die hochladen. Wir berücksichtigen das natürlich. Und persönlich muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich es immer nur dringend empfehlen, dass ihr so viel wie möglich mit der Karte bezahlt, dann ist es halt direkt drin. Aber da könnt ihr das auch hochladen und dann berücksichtigen wir das. Möbellift, Halle, schreibt schon mal. Geht, aber sollte so wenig wie möglich sein. Er zahlt alles mit Karte und gut ist. Genau, das wäre auch meine Empfehlung. Aber Möbellift, ich wusste gar nicht, ob du, kennst du diese Upload-Funktion schon? Wir arbeiten natürlich daran. Wir haben mehr Entwickler, also mehr, die an dem Produkt arbeiten, als Steuerfachleute. Dadurch verändert sich natürlich das Interface auch die ganze Zeit und dass man das so hochladen kann, das ist jetzt 1, 2 Monate alt. Also das ist jetzt noch relativ neu. Was in Zukunft kommen wird, das kann ich schon mal spoilern. Wir entwickeln uns da natürlich laufend weiter, dass ihr einfach quasi zusätzliche Transaktionen in dem Bankkonto anlegen könnt. Das heißt, ihr einfach sagen, Transaktionen hinzufügen und ihr dann einfach alle Barbelege quasi mit reinbauen könnt und es muss keine Bankkontotransaktion sein. Su fragt, nun ist aber gerade schon November, wenn ich den Jahresabschluss 2021 mit euch machen möchte, wie kommen wir zusammen? Lass uns mal telefonieren. Können wir machen für dich, je nachdem, wie du es bisher gemacht hast. Auch wenn du LexOffice beispielsweise gemacht hast, schick uns halt einen Steuerberaterzugang. Wir haben bei uns auch, das ist zwar ein schönes System, wir haben aber auch DATEV laufen. Übrigens, DATEV war über einen Tag offline. Gestern DATEV komplett Kahlschlag. Wir haben aber auch Daten. Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Du kannst uns mehr oder weniger auch alle Unterlagen zur Verfügung stellen. Wir buchen das dann halt außerhalb von Kontist, außerhalb von dem System, machen an 2021 fertig und du benutzt ab jetzt
quasi konntest. Das geht ohne Probleme, kriegen wir hin. Macht jeder andere Steuerberater auch so, kriegen wir deswegen auch so hin. Genau, und wie viel das dann nachzahlen ist und wie viel Arbeit das ist, wenn du das schon gemacht hast oder wenn du bisher beim Steuerberater ist und so, das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen so eine individuelle Einschätzung und Sache und so, dafür müssen wir einfach mal quatschen. Niklas sagt, er muss gehen, aber danke für, wie immer für einen tollen Input, so soll digital. Schön, Niklas, schön, dass du da warst. So, jetzt sind wir einmal unten durch. Danke an alle, die noch da sind. Ich sehe natürlich, dass schon ein paar runter sind, aber ich zähle das jetzt mal nicht als Überziehen, einfach weil, weil das jetzt in erster Linie eure Fragen sind. Zufragt, nee, bei mir wäre das alles aus einer CSV aus der Bank. Das heißt, wenn du da noch gar keine Buchhaltung gemacht hast, ja, natürlich. Wir würden natürlich, wenn wir jetzt ab Januar die Buchhaltung machen und das bisher noch nicht gemacht ist, würden wir das natürlich abrechnen. Thomas fragt, wie geht die EÜR mit Abschreibung zum Beispiel Auto um? Also, wie wir das machen? Auch ganz normal, du bezahlst halt das Auto mit Überweisung oder sowas und wir schreiben das dann ab und berücksichtigen das dann steuerlich. Das ist mir wichtig. Das sieht zwar alles schön aus wie so ein Tool und also das ist nur das Interface zu euch. Das ist das, was ihr seht, das euch so einfach wie möglich macht, was dafür sorgt, dass ihr quasi euren Steuerberater ohne Probleme in die Tasche stecken könnt. Liebt unser Steuerberater, wenn ich denen sage, dass du mit Kontist deinen Steuerberater in die Tasche stecken kannst. Kannst du aber, so übertragen im Sinne, wir machen im Hintergrund alles. Also Abschreibungen, Investitionsabzugsbeträge, gewisse Gestaltungen und so weiter. Maria hat ja vorhin mal gesagt, auch einen Link gepostet mit diesen Vorschüssen und solche Sachen. Auch Beratung, wenn ihr eine Frage habt und ein Auto anschaffen wollt zum Beispiel und so weiter, ruft uns an, wir machen das. Wir kriegen in dem System alles abgebildet. Ihr für euch seht natürlich, also die einfachste Version. Ihr sollt euch nicht beschäftigen damit, wie man ein Auto abschreibt. Über 6 Jahre in der Regel. Darüber reden wir dann, wenn wir die Steuererklärung machen und so weiter. Also dafür sind wir ja der Berater für euch. Frage, was ist mit den Buchhaltungsprogrammen, die allgemein angeboten werden? Sind diese zu empfehlen? Wenn ja, welches das Beste? Bin ich ja zum Teil darauf eingegangen. Meine große Empfehlung ist LexOffice. Ich habe auch kurz darauf eingegangen, worauf ihr achten müsstet, wenn ihr eins auswählt. Das sind genau die Kriterien, die ich euch empfehlen würde, dass ihr darauf achtet. Ansonsten könnt ihr noch, wenn ihr wirklich gucken wollt, es gibt so Zertifizierungen, also GOBD-konforme, also das ist so ein Software-Zertifikat. Meistens ist das von so einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegeben, dass das wirklich auch so arbeitet, wie es arbeiten soll. Darauf könntet ihr on top nochmal achten. Haben diejenigen, die das jetzt anbieten, haben das. Also jetzt zum Beispiel LexOffice hat das auf jeden Fall. Nächste Frage. Muss ich zum Beispiel jedes BVG-Ticket, muss ich zum Beispiel für jedes BVG-Ticket einen beruflichen Grund angeben oder kann ich das pauschal machen? Es kommt ein bisschen darauf an, ob es pauschal der gleiche Grund ist. Also wenn du jetzt beispielsweise zu einem Kunden immer fährst, immer montags, mittwochs und freitags, das ist immer der gleiche Kunde, ja, dann würde ich das halt sammeln. Wenn das aber unterschiedliche Anlässe sind, warum du fährst, ja, dann muss das einzeln aufgeführt werden. Das kommt also ein bisschen auf deine Rahmenbedingungen drauf an, ob du jetzt alles einzeln dokumentieren musst oder ob du sagst, guck mal, bei dem Kunden war ich halt zweimal die Woche und das und das waren immer die gleichen Fahrten und da sind die Kosten entstanden. Das kann ich dir also nicht sagen, ohne ein bisschen mehr Kontext zu kennen. BVG übrigens, für alle Leute, die das nicht wissen, Berliner Verkehrsgesellschaft. Das heißt, es ist Nahverkehr. Das gilt natürlich auch für HVV und MVV und keine Ahnung, wo ihr wohnt und was es da für U-Bahn, S-Bahn und Tram und was auch immer gibt. Das heißt, darum geht's. Was ist, wenn meine Ausgaben 80% der Einnahmen sind? Ja, dann ist das so. Also ich spreche überhaupt nichts dagegen. Also es ist bei ganz, also selbst wenn du mehr Ausgaben als Einnahmen hast, dann darfst du diese Ausgaben trotzdem absetzen. Gar kein Problem. Das ist übrigens gerade, wenn du E-Commerce machst, du Handel und so, ist es ja vollkommen üblich, dass du den Großteil deines Umsatzes auch als Ausgaben machst, weil du das Waren einkaufst, du hast Werbekosten und so weiter. Die Marge ist viel niedriger. Das ist natürlich bei jemandem, der Beratung macht und in erster Linie eigentlich nur sein Gehirn braucht und seinen Mund braucht, um was zu präsentieren, ist die Marge höher. Da hast du vielleicht 90% von deinem Umsatz ist Gewinn, aber es ist vollkommen egal. Du kannst auch darfst ja auch Verluste machen und trotzdem die Kosten absetzen. Das ist nicht gedeckelt. Du darfst auch, wenn du es kannst, kannst du Millionen Euro Verlust machen in deiner Buchhaltung. Überhaupt gar kein Problem. Gute, also nächste Frage. Kannst du auch auf Investitionsvorabzug eingehen? Ich vermute sehr stark, dass du einen Investitionsabzugsbetrag meinst. Könnte ich eingehen, dann brauchen wir nochmal eine halbe Stunde nur dafür. Deswegen nein, in diesem Video möchte ich das nicht vertiefen. Ich weiß aber, weil ich Donnerstag das aufnehmen werde, dazu wird diese Woche Freitag und wahrscheinlich nächste Woche Videos kommen. Das heißt, wenn du Kanal abonnierst, dringende Empfehlung. Nein, wir haben Donnerstag einen Aufnahmetermin und habe das Skript schon vorbereitet für speziell den Investitionsabzugsbetrag und Sofortabschreibung. Das wird diese Woche Freitag und nächste Woche Freitag in so ein kompakt 10-Minuten-Video kommen.
Und genau da ist das dann möglich. Nächste Frage. Welche Lösungen gibt es für Trader ab 2022 wegen der beschränkten Abziehbarkeit von Verlusten? Das ist ein sehr detailliertes Wissen, hat auch nicht direkt was mit Buchhaltung zu tun, weil Trading, also Kapitaleinkünfte, ist ja eine ganz andere Einkunftsart. Aber du hast ja eine Absetzbarkeit von Verlusten. Du kannst es nicht ganz wild miteinander verrechnen und so weiter. Es sprengt auch so ein bisschen den Rahmen, was hat nichts mit Buchhaltung zu tun. Da können wir gerne mal drauf eingehen. Kann ich auch generell ein Thema machen, wenn das interessant ist. Schreibt das gerne mal rein. Wenn gerade Kapitaleinkünfte oder Trading, wenn das viele von euch betrifft, schreibt das unbedingt rein. Denn dann machen wir dazu auch mehr. Oder können dazu auch mal eine komplett eigene Session machen. Grundsätzlich, ja, Gesetzesänderung, wenn die denn halt ist, ist ja halt eingeschränkt, die Abziehbarkeit. Aber du kannst sie ja noch verrechnen. Nächste Frage, wie ist denn der Buchungssatz für SKR03 bei Reverse Charge? SKR03, für alle, die es nicht wissen, ist Standardkontenrahmen. Das ist quasi so ein Kontenrahmen, meistens, also von Datev meistens gepusht von der Datev. Reverse Charge, den buchst du gar nicht anders. Reverse Charge ist quasi dein, es gibt ein Konto, aber es ist vor allen Dingen umsatzsteuerlich relevant. Das heißt, der eigentliche Ausgabenzweck ist ja gar nicht anders, sondern es ist meistens der Umsatzsteuersatz. Wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich genau weiß, welche Umsatzsteuerabkürzungsgeschichten und so weiter das ist, dann muss ich dich leider enttäuschen, dann müsste ich selber in Datev gucken. Ja, kann ich dir leider auch aus dem Kopf nicht beantworten. kannst du, aber wenn du das googelst, Reverse Charge, das ist jetzt nicht so abwegig, weil wie gesagt, das ist jede Facebook-Werbung, Google-Werbung, die ganzen Online-Tools und so weiter, das ist alles Reverse Charge. Zum Bewirtungsbeleg, muss da die Unterschrift drauf? Ja. Also dein, das muss jetzt nicht jeder Bewirtete unterschreiben. Nächste Frage. Mich würde sehr stark interessieren, was mit den Abschreibungen passiert, wenn man von Gewerbe zu Freiberufler wechseln würde. Also kommt ein bisschen darauf an, was sich sonst noch so ändert und so weiter. Das ist eher tatsächlich eine Frage, auch was sich sonst noch ändert und was du davon noch brauchst und wie viel denn noch da ist. Tatsächlich so diese ganze Wechsel und so weiter. Da brauche ich ein bisschen mehr Fragen, um den Kontext zu verstehen. Aber grundsätzlich, wenn ein Unternehmen weiterführt und so weiter, wenn du das immer noch geschäftlich brauchst und so weiter, dann sind es immer noch geschäftliche Ausgaben. Aber da sollten wir tatsächlich persönlich reden. Also wenn du unser Mandant bist oder Mandant werden willst oder so, müssten wir das. Also ich brauche da ein bisschen mehr Kontext, damit wir darüber reden können, wie man das behandeln kann. Zum Thema doppelte Buchführung gibt es eine Frage. Und zwar, muss ich bei der doppelten Buchführung automatisch auf Soll umstellen oder kann ich trotzdem Ist-Besteuerung machen? Auch eine sehr gute Frage. Wir haben zum Thema Soll- und Ist-Besteuerung auch schon mal ein Video auf diesem Kanal. Das heißt, wenn ihr nicht genau wisst, was es ist, aber genau, dann kommt, schaut euch das gerne an. Nein, du musst bei einer doppelten Buchführung nicht automatisch Sollbesteuerung machen, sondern kannst auch bei der Ist-Besteuerung bleiben. Allerdings ist zumindest die Umsatzgrenze genau die gleiche. Das heißt, wenn du aufgrund der Umsätze auf 600.000 Jahresumsatz quasi wechselst zur Bilanzierung, dann wechselst du quasi auch, weil du die Umsatzgrenze überschritten hast, halt auch auf die Sollbesteuerung. Bei Gewinn ist das ein bisschen anders. Das heißt, du kannst auch 100.000 Euro Gewinn machen und trotzdem Ist-Besteuerung sein. Genau, und das heißt, das sind aber zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist Gewinnermittlung, das ist in erster Linie geregelt in dem Einkommensteuergesetz und in dem HGB. Und das andere ist Umsatzsteuergesetz und du kannst durchaus nach dem einen Gesetz quasi deine Gewinnermittlung machen und nach dem anderen Gesetz trotzdem noch umsatzsteuerlich quasi immer noch unter den Grenzen bleiben und den Ist-Besteuerung machen. Hat nicht direkt miteinander zu tun. Was passiert eigentlich, wenn ich bei Diensten aus den USA meistens keine Rechnung bekomme und nur eine Zahlungsbestätigung trotzdem absetzen? Ich kenne deinen Schmerz. Ich hasse es, dass die Welt irgendwie nicht in der Lage ist, Rechnungen zu schreiben. Also ja, alle Tools online noch schlimmer sind. Und naja, bitte. Also, aber es ist noch schlimmer. Hast du mal bei Alibaba was bestellt? Hast du schon mal von Chinesen eine Rechnung bekommen? Katastrophe. Also vor allen Dingen, schreiben es halt auf Chinesisch. Du kannst ja nichts erkennen. Du kannst diese Kosten trotzdem absetzen. Wenn sie für dein Unternehmen sind, kannst du diese Kosten absetzen. Was du dir aber fast abschmecken kannst, ist, du kannst halt keine Vorsteuer ziehen. Ist meistens sowieso keine drauf aufgewiesen, also keine VAT oder sowas. Musst du immer mit 0% buchen. Aber natürlich, wenn du nachweisen kannst, dass du es bezahlt hast, also einen Beleg hast und es war für dein Unternehmen, kannst du es trotzdem absetzen. Nur mit der Umsatzsteuer, da wird schwierig. Deswegen versuch das gar nicht erst, das irgendwie hinzubiegen. Wenn es keine richtige Rechnung ist nach deutschem Recht, dann kannst du die Umsatzsteuer irgendwie überhaupt gar nicht irgendwie berücksichtigen. Aber die Kosten erstmal abzusetzen als Betriebsausgabe geht. Nächste Frage. Muss ich digitale Rechnung in einer Cloud speichern oder in einer bestimmten Form und fällt Umbenennen schon unter Veränderung der Datei und ist unzulässig? Ja, die muss auf eine gewisse Art und Weise archiviert werden. So pauschal Cloud, also meistens sagen die Tools ja, wie man das vernünftig GOBD-konform archivieren kann und so weiter. Das kannst du, also ja, musst du abspeichern in einer Cloud speziell. Nein, du kannst das auch
anders, also du musst die im Originalzustand aufbewahren. Wie du auch schon sagst, umbenennen fällt jetzt nicht unter Veränderung der Datei. Du veränderst den Namen ja, aber du darfst in der Datei nichts ändern, aber den Namen, zum Beispiel, keine Ahnung, im Monat nochmal irgendwelche Kürzel, damit du sie besser finden kannst und so weiter, das darfst du machen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du das in einen Ordner abhältst und kannst ja auch auf dem Ordner draufschreiben oder kannst nochmal was auf die Rechnung schreiben. Das geht, also so kontieren und sowas. Also wenn es wirklich der Ablage dient, dann ja, dann darfst du sie auch umbenennen. Absetzen ist eine Frage da. Ich programmiere mit Musik von Apple Music, aber ich habe einen Family Account. Auch hier 50%. 50% war für mich jetzt ein Beispiel. Du musst quasi schätzen, wie groß denn der betriebliche Anteil ist. Wenn du jetzt sagst, ey, du benutzt es zu 80% betrieblich und 20% ist nur dein Family-Ding, dann setzt halt 80% ab. Also das ist, ich weiß, sowas ist schwierig zu schätzen. Du musst es so, am Ende ist, wenn das Finanzamt nachfragt, ist so ein bisschen argumentativ. Du musst halt irgendwie so ein bisschen Gründe liefern, warum das so ist und sachgerecht schätzen. Weil die Frage ist jetzt, wonach schätzt du? Nach Datenvolumen, nach Zeit der Nutzung, nach persönlicher Wichtigkeit? Das ist so irgendwie schwierig einzuschätzen, aber du musst es irgendwie schätzen und dann anschließend begründen können. Aber ja, wenn du es für dein Unternehmen auch benutzt, dann solltest du bitte auch Teile davon zumindest absetzen. Strom und so weiter kommt von der Große vom Büroraum oder ich nehme immer 20%. Wenn du zu Hause arbeitest, das gilt für alle, wenn ihr zu Hause arbeitet und quasi einen separaten Arbeitsbereich habt, dann könnt ihr auch anteilig die Miete und die Stromkosten und so weiter absetzen. Und ja, ich würde grundsätzlich, wenn ihr eine Wohnung habt, beispielsweise 100 Quadratmeter, und ihr habt ein 20 Quadratmeter Zimmer da drin, das ist euer Arbeitszimmer, dann könnt ihr 20% von den Mietkosten, von den Mietnebenkosten, Strom und so weiter, das könnt ihr absetzen. Und ich würde mich dann darauf auf diesen Prozentsatz quasi festlegen. Jetzt nicht vergessen bitte auch den Gas, Heizung und so weiter, plus auch Internet und Telefon und so weiter. Und da würde ich dann halt auch, das muss dann halt geschätzt werden. Benutzt ihr jetzt in dem Strom? Es muss halt immer argumentiert werden. Also das Finanzamt fragt jetzt nicht pauschal nach, aber wenn sie mal nachfragen, braucht ihr halt die Gründe, warum das so ist. Und deswegen würde ich immer auf die prozentuale Anteile von der Wohnung gehen. Natürlich könnt ihr jetzt, wenn ihr Bitcoin-Mining macht, zieht ihr 95% des Stroms in eurem Arbeitszimmer. Geht natürlich. Könnt ihr dann auch machen. Ihr müsst es halt begründen. Ihr müsst es begründen können, warum das denn so ist. Aber die Begründung, die liegt dann tatsächlich bei euch. Jetzt bei unseren Mandanten beispielsweise machen wir es natürlich. Das Finanzamt schreibt uns ja dann an und fragt, wie das ist und so weiter. Und dann argumentieren wir das. Oder sowas sind solche Sachen, die sprechen wir dann meistens vorab. Nächste Frage. Was ist mit Fachbüchern? Können die komplett abgesetzt werden? Gibt es eine Höchstgrenze? Ja, kannst du. Nein, es gibt ja keine Höchstgrenze. Auch da ist natürlich irgendwann die Frage, wenn du für 100.000 Euro Bücher pro Jahr kaufst, was ist eigentlich der Kern deines Geschäftsmodells? Aber es gibt kein Limit. Wenn du das brauchst für deine Arbeit und dich das besser macht und du begründen kannst, warum du diese Fachbücher brauchst, um irgendwo anders mal mehr Geld zu verdienen, dann go for it. Nächste Frage. Kann ich die Kosten für ein Hörgerät für einen Mitarbeiter absetzen? Das klingt nach einer sehr interessanten Frage. Da brauche ich auch ein bisschen mehr Kontext, um sowas beantworten zu können. Grundsätzlich, wenn dein Mitarbeiter jetzt das Hörgerät ausschließlich für die Arbeit braucht, dann auf jeden Fall ja. Wenn dein Mitarbeiter das auch privat nutzt, wovon ich ja eigentlich ausgehe, dann ist das eventuell ein Lohnbestandteil, der auch so mit Lohnsteuer und Sozialversicherung und so weiter irgendwie berücksichtigt werden muss. Deswegen, das ist ein sehr special Fall, finde ich witzig. Aber da müssten wir tatsächlich, das müsste man individuell mal betrachten. Das kann man nicht so pauschal sagen, weil ist natürlich kein Standardfall. Natürlich. Aber es gibt vielleicht Branchen, keine Ahnung. Also was ich alle schon gesehen habe als Anfragen, dass dein Mitarbeiter speziell für deine Arbeit das Hörgerät braucht und das nicht privat nutzt, dann ist es ganz klar 100% Betriebsausgabe. Sonst muss man eventuell schauen, ob das nicht vielleicht eine Lohnersatzleistung ist. Weil ihr könnt natürlich auch Gehälter bezahlen, also im übertragenen Sinne Gehälter zahlen, ohne Geld zu bezahlen. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwie ein unglaublich teures Gerät für den Mitarbeiter bezahlt und statt Geld ihm dieses Gerät gebt, dann ist das natürlich auch trotzdem sowas wie Lohn und Gehalt. Nächste Frage. Gibt es eine Faustregel für das anteilige Absetzen? Handyvertrag, Internetabschluss und so weiter? Nein, also muss man halt so schätzen. Ich muss ehrlicherweise sagen, es muss halt so ein bisschen, also wenn es plausibel ist. Wenn ihr jetzt sagt, so guck mal hier, ich habe mein Handy und ich benutze es privat und geschäftlich und es ist aber 95%, also nicht so extrem. Wenn ihr da jetzt, also ich würde mal sagen, alles zwischen 30% und 70% ist immer irgendwie relativ unauffällig, weil das immer ungefähr so eine 50-50-Ding ist. Es gibt halt sehr enge Regeln.
Regelungen, wie man sowas kalkuliert bei sehr teuren Dingen. Das heißt, es gibt zum Thema Homeoffice bestimmte Regeln, weil das sind Mietkosten, das ist relativ teuer. Es gibt zum Thema Kfz sehr, sehr, sehr enge Regeln, wie man das schätzt und so weiter. Aber nur um euch ein Beispiel zu geben, ich saß in meiner Ausbildung noch, das war noch zu der Zeit, wo man zu so einem Handyvertrag immer noch so einen Einzelverbindungsnachweis und Einwahl und so ein Zeugs bekommt. Und ich saß tatsächlich repräsentativer Raum, haben wir immer 3 Monate angeguckt und ich habe so mit einem Textmarker immer alle betrieblichen Verbindungen markiert und dann habe ich die alle zusammengerechnet, um einen Prozentsatz zu bekommen. Das heißt, da ging es wirklich dann darum, die betriebliche Nutzung zu schätzen, um dann in den anderen Monaten einfach den Prozentsatz zu nehmen. So habe ich das in meiner Ausbildung berechnet. Diesen Aufwand heutzutage betreiben, ist halt vollkommener Quatsch, Datenvolumen zu analysieren, wie viel Prozent und also steht nicht im Verhältnis. Es muss halt vernünftig geschätzt sein. Nächste Frage. Wie berechnet man Telefon, Internet und so weiter anteilig bei Homeoffice? Immer 50%. Ich berechne einfach 20 Euro monatlich als privat, den Rest beruflich. Hängt natürlich so ein bisschen darum an, was du jetzt an Gesamtkosten hast. Also wenn du jetzt 500 Euro zahlst und 20 Euro privat, dann sage ich, irgendwie ein bisschen schwierig, aber geht in die gleiche Richtung. Das muss halt irgendwie sachgerecht geschätzt sein. Wenn du jetzt 100 Euro Kosten oder, keine Ahnung, 60 Euro Kosten im Monat hast und 20 Euro sind privat, ja, das ist, passt. Es liegt auch ein bisschen daran, arbeitest du jetzt 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Laptop und fällst danach nur noch tot ins Bett und schaust nur mal auf WhatsApp oder arbeitest du 2 Tage die Woche, 2 Stunden und machst das nebenberuflich und willst dann 70% der Kosten absetzen, dann ist das natürlich unrealistisch. Aber das kennst du deine persönliche Situation besser als ich. Nächste Frage, ich habe ein Bootoffice, da ich ca. 50% auf dem Boot lebe und arbeite, kann ich also die Kosten hier auch anteilig verrechnen? Wir haben tatsächlich letztens eine sehr witzige Bootanfrage bekommen. Das ist ein bisschen komplexer. Grundsätzlich, wenn das deine, also ist ein Hausboot, mehrere Zimmer abgetrennt. Grundsätzlich musst du natürlich, um ein Homeoffice abzusetzen, brauchst du einen abgetrennten Arbeitsbereich. Wenn du jetzt quasi auf dem Hausboot lebst und auch dieses separate Arbeitszimmer hast, kannst du da auch Kosten absetzen. Das ist nicht möglich oder deutlich schwieriger, wenn du wenn das alles in einem Raum ist. Wenn du aber da zu Hause ist, ist Meldeadresse, gibt es zigtausend Fragen. Wahnsinnig spannend. Wir haben uns tatsächlich mit einem sehr, sehr ähnlichen Fall vor kurzem beschäftigt. Frag uns das gerne mal, also du kannst auch gerne uns natürlich kontaktieren und lass uns dann mal quatschen. Zu Kontist gab es noch ein paar Fragen. Wie ist das denn bei Kontist mit externen Belegen, aka Zweitkonto? Kann ich die auch hochladen? Kannst du. Genau da, wo ich auch gezeigt habe, dass du Belege hochladen kannst. Grundsätzlich funktioniert das System dann natürlich gut, wenn du Kontist als Hauptkonto benutzt. Aber gerade, wenn du jetzt gerade anfängst und so weiter, genau, dann gibt es natürlich eine Übergangszeit und dann kannst du da auch die Belege hochladen. Nächste Frage, habt ihr in Hamburg eine Niederlassung? Nein, haben wir nicht. Wir haben in Berlin und in Leipzig eine Niederlassung. Ihr könnt uns gerne auch besuchen. Eine Frage noch, erstellt ihr die gesamte Bilanz? An dieser Stelle nein, weil wir tatsächlich nur Mandate neben Einnahmenüberschussrechnung machen. Das heißt, sobald ihr eine Bilanz erstellen müsst, muss ich euch leider enttäuschen. Wir sind 100% fokussiert, konzentriert auf Freiberufler und Gewerbetreibende, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Wir machen keine anderen Rechtsformen, wir machen keine GmbHs, wir machen keine Personengesellschaften und so weiter. Wir wollen, und das ich sag nicht, also wir wollen der beste Steuerberater, die beste steuerliche Lösung für kleine Einzelunternehmen sein. Auch gerne große, aber Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, wir wollen der beste Dienstleister, die beste steuerliche Lösung sein mit unserer App und unserer Beratung für Selbstständige, Solo-Selbstständige. Das bedeutet auch, dass wir nicht jeden nehmen. So, sehr, 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 sehr lange Session. Ich hoffe, ihr habt alle Fragen. Wenn jetzt noch Fragen da sind, schreibt sie gerne noch rein. Ich sehe schon, die Zahl ist natürlich gesunken, selbstverständlich. Ich würde mir auch niemals 2 Stunden Steuercontent geben. Nie im Leben. Es ist der Wahnsinn, dass so viele von euch das machen. Aber genau, wenn jetzt noch Fragen sind, schreibt sie gerne. Ansonsten bedanke ich mich natürlich herzlich dafür, dass ihr so ausdauernd waren, so aktiv dabei waren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht nächste, übernächste, in einem der nächsten Webinaren mal dabei seid oder in einem unserer quasi aufgenommenen Tutorial-Videos, wenn ihr da dabei seid. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Abend. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal wiedersehen. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.